Wunderbar. Meine Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, herzlich willkommen bei uns in der Rechtsbegleitungsvorlesung. Wir sind jetzt schon angelangt bei der Makrorechtsvergleichung. Das heißt, wir dürfen uns jetzt heute schon ein wenig in die einzelnen Rechtskreise hineinbewegen. Und das freut mich natürlich sehr, dass Sie das auch mit Interesse mitverfolgen wollen. Jetzt ist es so, dass wir uns heute glücklich schätzen können, dass tatsächlich die Technik funktioniert. Denn heute früh hatte ich größere Probleme. Sie sehen natürlich jetzt noch kein Bild hier im Hörsaal. Ich hatte heute früh größeres Problem im Hörsaal, im Grundkurs. Da ließ sich einfach der Laptop nicht mehr mit der Hörsaalanlage verbinden. Das war ein bisschen eine Challenge, dann den Stream noch hinzubekommen und gleichzeitig die Folien auch im Hörsaal zu zeigen, weil das gar nicht so einfach war, weil der Stream von diesem festen Rechner, der hier eingebaut ist, irgendwie nicht funktioniert, weil das ja als viel zu, ja, also einfach nicht ausgelastet ist, ja, viel zu schwach ausgestattet ist das Gerät und die ganzen Einstellungen natürlich nicht passen, die ja ausgelegt sind auf das Gerät hier und deswegen sind wir glücklich, dass es heute funktioniert. Also wir haben Bild im Hörsaal und Bild und Ton online. Das ist schon mal sehr viel wert. Wenn Sie heute außer der Rechtsvergleichungsvorlesung nicht so ganz wissen, was Sie mit sich anfangen wollen, dann könnten Sie heute Abend in Hörsaal 6 gehen, also eigentlich nur nebenan. Ja, Sie müssten bis 16 Uhr warten. Dort kommt eine Delegation des OLG Braunschweig und die werden ein wenig erzählen, wie das so läuft in der juristischen Welt, im Alltag, was es heißt, Richter zu sein an dem Oberlandesgericht oder Richter generell zu sein. Die Generalstaatsanwaltschaft wird auch da sein mit dem Vertreter. Es wird ganz spannend werden, denke ich. Und Sie haben dann auch Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wenn Sie sich dafür interessieren, nehmen Sie das gerne wahr. Also 18 Uhr, eigentlich nur einen Hörsaal weiter. Ja, da kommt das OLG Braunschweig. Gut. Zu unserem Materie zurück. Sie werden gesehen haben, wir haben eine Reihe von einzelnen Rechtskreisen vor uns noch stehen, die wir uns genauer anschauen wollen. Und wir wollen heute einen Teil eines der größten Rechtskreise der Welt eben uns vornehmen. Das ist das angloamerikanische Recht oder der angloamerikanische Rechtskreis. Und hier bei dieser Rechtsfamilie des angloamerikanischen Rechts, des Common Law, hier wollen wir uns heute konzentrieren auf das englische Recht oder das Recht von England und Wales. Also wenn Sie mal hören, dass das irgendjemand vom britischen Recht spricht, sowas gibt es nicht. Ja. Also es gibt kein britisches Recht. Es gibt nur Recht von England und Wales. Ja. Großbritannien ist die Insel, die Gesamtinsel, gehört Schottland auch dazu. Schottland hat aber ein eigenes Recht. Ja. Nordirland hat ein eigenes Recht. Gehört jetzt natürlich nicht zu Großbritannien. Und natürlich auch die Republik Irland hat ein eigenes Recht, obwohl es zu dem Rechtskreis der angloamerikanischen oder zum angloamerikanischen Rechtskreis gehört. So, also wir schauen uns ein paar Grundbegriffe jetzt erstmal an. Was ist überhaupt das Recht von England und Wales? England und Wales oder Recht von England und Wales ist sozusagen englisches Recht und das betrifft letztlich genau diese beiden Gebietseinheiten, nämlich England und Wales. Also Sie werden es vermutet haben, ja, diese beiden Territorien und Gebietseinheiten sind sozusagen Teil des englischen Rechts, ist also nicht Großbritannien. Großbritannien wäre also die ganze Insel nochmal dazu mit Schottland und das Vereinigte Königreich, da zählt dann auch noch Nordirland dazu. Die entsprechenden Konflikte, ja, Nordirland-Konflikt, das kennen Sie alles aus der Geschichtsvorlesung in der Schule. Gut, Geschichtsvorlesung, Geschichtsunterricht in der Schule. So, also wir wollen uns mit dem Recht von England und Wales befassen und das ist das Recht, das eben hier in diesen beiden, im blauen und im roten Bereich gilt. Das heißt aber nicht, dass Recht, das dort erlassen wird, nicht auch Auswirkungen hat auf andere Bereiche, zum Beispiel Geltung entfaltet auch für Schottland oder für Nordirland. Das ist damit nicht gesagt, weil Sie wissen ja, das Vereinigte Königreich, das sozusagen Nordirland mit einbezieht und auch sozusagen Schottland mit einbezieht, dass das Vereinigte Königreich natürlich auch sozusagen eine Gebietseinheit ist entsprechend.
und auch Recht allumfassend gilt, also in allen Gebietseinheiten. Ja. Das liegt einfach daran, dass die Gesetzgebung der House of Parliament eben in London passiert und das eben auch zum Teil eben sich über das Gebiet von England Wales erstreckt. Gut, wir grenzen England auch immer ab vom Commonwealth. Commonwealth, Sie wissen ja, dass die Engländer sehr erfolgreich waren in der Kolonialzeit. Also sie haben sehr viele Länder erobert, ja, und dadurch auch zu einer Rechtsverbreitung, manchmal durch Oktroyierung, manchmal durch Rezeption geführt, ja, Oktroyierung und Rezeption geführt. Aber sozusagen das Commonwealth, das war früher sozusagen das Kolonialgebiet, das Herrschaftsgebiet Großbritanniens oder der Englands, des Königs oder der Königin. Heute ist das Commonwealth nicht mehr sozusagen der Krone unterstellt, sondern Commonwealth ist ein Commonwealth of Nations. Das heißt, eigentlich ein Staatenbund aus verschiedenen Einzelstaaten, die teilweise nicht alle, aber teilweise noch die Queen oder jetzt den King als Staatsoberhaupt haben. Ja? Aber eben Einzelstaaten, kein einheitlicher Staat mehr oder Königreich mehr, sondern ein Staatenbund aus ehemaligen Kolonien. Also Australien, Neuseeland zum Beispiel, ja, zählen dazu. Gut, jetzt schauen wir uns mal den Einfluss des englischen Rechts an. Also wir betrachten ja nur das, was sozusagen auf der Insel im Gebietsbereich England und Wales stattgefunden hat. Und jetzt schauen wir mal auf eine Karte, die sehr aufschlussreich ist. Ja. Wir sehen also die Weltkarte und verschiedene Flecken. Das dunkle Blau, das ist das Common Law. Und das hellere Blau, das sind die Mixed Law, Mixed Systems, die auch Common Law beinhalten. Ja. Also das hier, das Common Law System, ja. Da oben, Nordamerika, Kanada, ist auch Common Law System. Es gibt in Kanada sozusagen einen kleinen Teilbereich, der Mixed System ist, wo auch sozusagen durch die französische Tradition sozusagen auch Civil Law Hintergrund herrscht. In Südafrika beispielsweise sind auch Mixed Jurisdictions, Indien ist Mixed, aber hat Common Law sozusagen Einfluss. Auch in Teilen Polynesiens finden Sie sozusagen Common Law Aspekte wieder, also hier in diesem Bereich. Ja. Also Sie sehen, das Common Law hat eine sehr weite Verbreitung über die Welt gehabt. Also dafür, dass England und Wales ja eine relativ kleine Insel ist. Ja. Und das Recht, das sich dort entwickelt, vielleicht geografisch jetzt per se mal nicht die Riesenbedeutung spielen dürfte von Territorium her, hat sich das doch ganz schön ordentlich verbreitet. Ja. So, jetzt muss ich hier nochmal, damit im Stream niemand anderes sozusagen gesehen wird, außer mein Gesicht, Persönlichkeitsrechte. Na, einmal kurz einstellen. So, also Sie sehen, dass sozusagen trotz dieser territorialen Begrenzung, die ja eigentlich irgendwie bei Herrschaftsgewalt immer stattfindet, doch eine relativ weite Verbreitung ist. Und das liegt an mehreren Gründen. Erstens natürlich an der Kolonialzeit, den Eroberungen, die England eben gemacht hat in der Welt, ja, durch die Handelsmarine, eben auch entsprechende militärische Aktivitäten eben auch Staaten unterjocht hat, gleichzeitig aber auch, wie durch die Siedlungspolitik beispielsweise in den USA, eine Rezeption des Common Law stattgefunden, sodass das Common Law mitgenommen wurde, quasi auf die Reise in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungsschritte für das englische Recht, ja, sehen also sehr deutlich, dass die Verbreitung, die Bedeutung weltweit schon sehr, sehr groß ist. England hat auch eine große weltmarktpolitische Stellung. Ja, Sie wissen, dass London Finanzplatz Nummer 1 war über eigentlich Jahrzehnte hinweg. Jetzt mit dem Brexit wird es ein bisschen kritischer für die Briten. Ja, also da wird sozusagen die rechtliche Lage, der Zugang zum EU-Markt, Finanzmarkt ist nicht mehr so einfach. Also sehen Sie auch in den Nachrichten, dass das Vereinigte Königreich große Probleme hat, auch Personal zu finden, dass der Finanzmarkt schon deutlich Schwund hat, dass viele Banken auch das Land verlassen haben. Ja, das sind schon Auswirkungen, die nachhaltig auch die Bedeutung des englischen Rechts beeinflussen. Warum? Weil natürlich Aktien, die ausgegeben werden, dann nicht mehr gehandelt werden in London, ja, und dann halt nicht mehr nach englischem Recht Aktien ausgegeben werden, sondern halt dann in Frankreich, in Frankfurt, in Paris oder in Frankfurt eben entsprechend
an den Börsen entsprechende Aktien gezeichnet werden, gehandelt werden. Das hat natürlich schon große Bedeutung. Also englisches Recht hat große Bedeutung weltweit. Das sehen wir ganz deutlich, wie sich es entwickelt hat, sehen wir auch gleich noch, also ganz unterschiedlich, auch verbreitet, einerseits eben durch Eroberungszüge, andererseits aber auch durch Rezeption wie im Vereinigten Königreich. Jetzt kurz nochmal eine Frage an den Zoom-Raum. Ich sehe Frau Wartikowski jetzt dort kurz. Können Sie mich gut hören? Ja, das wäre nochmal kurz eine wichtige Rückmeldung. Also bei YouTube habe ich schon gecheckt, dass das läuft. Aber wäre ganz gut, wenn Sie mir kurz Daumen hoch geben würden. Das wäre super. Ja, herzlichen Dank. Genau, schöne Grüße nach Hamburg übrigens. Also, wunderbar. Sie schauen also auf diese Karte und sehen, das englische Recht hat, obwohl England eigentlich ein kleiner Staat ist, doch ganz große Verbreitung gefunden, das Common Law System. Ja, ist nicht alles englisches Recht, aber es hat Einfluss genommen. Das heißt, England war Ausgangspunkt dieser Entwicklungen und deswegen sind die Entwicklungen, die in England sind, auch immer bedeutend für andere Rechtsordnungen. Ja, ist nicht immer präjudizierend. Wir hatten sehr lange auch in den Vereinigten Staaten Präjudizienbindung ans englische Recht, an die englischen Precedents, die ist jetzt nicht mehr gegeben, aber man zieht natürlich die Argumentation heran. Man hat die gleiche Rechtstradition, dieselben Argumente spielen eine Rolle, ja, und die alten Cases, die gelten natürlich trotzdem. So, wir schauen weiter. Also Bedeutung des englischen Rechts ist erheblich, ja, weltweit. Gleichzeitig hatten wir auch schon mal über den Wettbewerb der Rechtsordnungen gesprochen. Ja, letztes Mal hatten wir Rechtsvergleich im transnationalen Bereich, hatten uns angeschaut und Wettbewerb der Rechtsordnung. Was war das nochmal für ein komisches Konstrukt, Wettbewerb der Rechtsordnung? Kann sich jemand erinnern, was das nochmal war? Was könnte das sein, ein Wettbewerb der Rechtsordnungen? Ja? Genau, Kommilitonin sagt, ja, das könnte mit dem Gesellschaftsform und dem nationalen Unterschieden zusammenhängen. Richtig, ja. Gesellschaftsrecht ist sehr unterschiedlich in verschiedenen Staaten. Genauso auch das Insolvenzrecht, habe ich ja auch genannt. Ja, das hatten wir auch letztes Mal angeschaut. Das englische Recht war in der Vergangenheit sehr attraktiv im europäischen Rechtsraum. Man hat sozusagen die englische Form der Limited sehr hoch nachgefragt. Warum? Also wer ist der Nachfrager, der Unternehmer, der eine Gesellschaft gründet? Der fragt Recht nach, der wählt sozusagen das englische Recht, um sein Unternehmen voranzutreiben. Und im englischen Recht, die englische Limited, die war sehr erfolgreich, weil man sie mit einem Pfund Gründungskapital gründen kann. Also relativ billig. Ja. Für die deutsche GmbH haben sie ein hohes Gründungskapital erfordert, hohe Kosten. Die haben sie im englischen Recht nicht gehabt. Deswegen gab es eine gestiegene Zahl von Gesellschaftsgründungen nach englischem Recht. Möglich gemacht hat das sozusagen die europäische Niederlassungsfreiheit, die Freiheit gewährt, die Grenze zu überschreiten. Zentrosrechtsprechung, Überseering in zweier Art, so diese ganze Rechtsprechungslinie, die das im Europarecht kennen, die hat es erst ermöglicht, dass Gründer mobil sind und eben das anwendbare Gesellschaftsrecht wählen können. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Wir kommen nachher noch dazu. Ja, die Bedeutung wird sinken. Ja, wir behandeln jetzt englische Auslandsgesellschaften nicht mehr so nett. Ja, also nicht mehr so nett wie vorher. Vorher haben wir gesagt, ja, englische Limited ist die englische Limited. Heute behandeln wir sie anders. Wie wir sie behandeln, sehen Sie gleich. Gut. Im Gesellschaftsrecht gab es das, im Insolvenzrecht gab es das auch. Ja. Ich hatte ja gesagt, es gibt diese europäische Insolvenzrechtsverordnung, das hatte ich letztes Mal erwähnt, und da wird angeknüpft an die Zuständigkeit, wird die Zuständigkeit der Gerichte fürs Insolvenzverfahren und das anwendbare Insolvenzrecht. Und das läuft gleich. Also das zuständige Gericht wendet auch immer sein Recht an, macht Sinn. Und die Zuständigkeit richtet sich nach dem Center of Main Interest. Und man hat dann versucht, diesen unbestimmten Rechtsbegriff zu manipulieren, also eine Theorie zu entwickeln, die dann dieses Kriterium je nachdem halt in den Staat lenkt, ja, in dem man es haben möchte. Ja. Also bei Unternehmensinsolvenzen war es England, da hat man gesagt, Head Office Functions zählt. Ja. Also die Funktionen der Geschäftsleitung. Ja. Und da hat man eine englische Limited gegründet, hat gesagt, das ist die Muttergesellschaft, ja, und da werden sozusagen die Geschäftsentscheidungen getroffen und so, da gehen wir jetzt hin, ja, englisches Recht.
Und damit hat man natürlich auch ein anderes Insolvenzregime zur Anwendung berufen. Bei Privatinsolvenzen war es Frankreich, Elsass, ja, oder England auch, wegen der kürzeren Restschuldbefreiung. Da hat man gesagt, was ist ein Center of Main Interest, was brauche ich da? Job, Wohnung, vielleicht ja, ein paar Bekannte, ja, die ich noch treffe. Ja, das sind alles Beweismittel. Da gab es Agenturen, 123schuldenfrei.de, die das vermittelt haben. Ja, da hat man einen Minijob gehabt, ein kleines Hotelzimmer, auch wenn man da nicht wirklich gewohnt hat, aber so Fake-Sachen hat, ja, um sozusagen das Insolvenzrecht zu beeinflussen. Und schon hatte man innerhalb von 24 Monaten, 12 Monaten eine Restschuldbefreiung, je nachdem, welches Regime man angewählt hatte. Das heißt, es gibt einen Wettbewerb der Rechtsordnung und Wettbewerb wird es nur dann, wenn jetzt die Nachfrager auch ihr Recht anpassen, ja, die Anbieter auch ihr Recht anpassen. Ja, nur dann wird es Wettbewerb. Ja. Also wissen wir, Wettbewerb in der Marktwirtschaft funktioniert nur, wenn Angebot und Nachfrage die Produkte auch entsprechend beeinflussen und dann Innovation kommt. Ja. Und beim Recht, beim Rechtsprodukt heißt die Innovation auch natürlich Anpassung. Ja. Und die Deutschen haben Gesellschaftsrecht, beispielsweise die UG, haftungsbeschränkt erfunden, die man auch mit 1 Euro Gründungskapital gründen kann, wo man aber das Gründungskapital rückführen muss. Also je mehr man einnimmt, desto mehr muss man Anteil von dem Gewinn oder dem Umsatz, ja, Umsatz nicht vom Gewinn, eben zurückfließen und das Kapital auffüllen. Ja, und irgendwann ist man dann GmbH. Und im Insolvenzrecht war es so, dass das deutsche Recht auch angepasst hat, nämlich die Restschuldbefreiungsperiode verkürzt hat, aber nicht komplett. Ja, wir hatten früher 6 Jahre, jetzt sind wir bei 3 Jahren, wenn ein gewisser Anteil der Forderungen zurückgeführt wird. Also hier sehen wir ganz deutlich, dass ein Wettbewerb der Rechtsordnung stattgefunden hat. Ob man den jetzt gut findet oder nicht gut findet, das steht auf einem anderen Blatt, hatten wir das letzte Mal schon drüber gesprochen. Aber auch hier sehen Sie, englisches Recht hatte große Bedeutung dort, weil englisches Recht eben sehr unternehmerfreundlich ist. Ja, im Insolvenzrecht, im Gesellschaftsrecht kann der Unternehmer sehr viel gestalten. Er kann bei der Gründung der Gesellschaft sehr, sehr kostengünstig die Gesellschaft gründen. Er kann im Insolvenzrecht im Sattel sitzen bleiben. Da kommt nicht der Insolvenzverwalter und sagt ihm, was er zu tun hat. Oder sagt, so, du hast den Karren an die Wand gefahren, du gehst jetzt mal da an die Seite und ich führe dein Unternehmen jetzt. So läuft das nämlich in Deutschland. Ja. Wenn Sie mal mit Insolvenzverwaltern sprechen, sind sehr interessante Gespräche. Wenn Sie mal eine Gelegenheit haben, ja, die erzählen Ihnen, was die so alles für Unternehmen schon geführt haben. Von Bordellen bis Hühnerzuchtbetrieben und so weiter. Alles, was insolvent wird, wird ja von dem Insolvenzverwalter geleitet dann. Ja, das ist eine sehr spannende Tätigkeit. Also wenn Sie sich noch nicht sozusagen entschieden haben, was Sie machen wollen. Insolvenzverwalter ist vielleicht auch was sehr Flexibles, ja, wo Sie in unterschiedlichste Bereiche reinschauen können. Sie können Modelabel führen, Sie können Fluggesellschaft führen. Ja, alles Mögliche. Ja. Alles Mögliche ist da drin. Also, im Insolvenzrecht war es nach englischem Recht möglich, eben im Sattel sitzen zu bleiben, auch als Schuldner, als derjenige, der es verbockt hat, also die Gewalt, die Herrschaftsgewalt zu behalten und dann möglichst schnell eine Reorganisation herbeizuführen. Ich habe auch Instrumente mit Mehrheitsbeschluss, Moratorien oder Debt-Equity-Swaps, also ein Austausch von Forderungen gegen Vermögenswerte sozusagen gegen Anteile sozusagen am Unternehmen und so zu bewerkstelligen. Das ging alles im englischen Recht, das ging in anderen Rechtsordnungen nicht. Und deswegen wurde englisches Recht gut nachgefragt. Ja? Und Lord Denning, einer der besonderen Richter, hat in der Entscheidung House of Lords, The Atlantic Star aus dem Jahre 1974 einmal gesagt, England is a good place to shop in, both for the quality of the goods and the speed of service. Das zeigt das Selbstverständnis der Engländer, ja, auch des englischen Juristen. Er sagt, wenn ihr gute juristische Leistung, gute juristische Produkte wollt, ja, gutes Recht, gute Gerichtsverfahren, ja, und günstige Gerichtsverfahren, schnelle Gerichtsverfahren, dann kommt zu uns. Ja, dann kommt zu uns nach England, schließt Gerichtsstandsvereinbarungen ab, damit ihr bei uns vor die Gerichte kommt, macht Schiedsvereinbarungen zu unseren Schiedsinstitutionen. Ja, schaut, dass ihr euren Fall bei uns im Land löst. Und genauso, dieses Verständnis spiegelt sich auch wieder beim Wettbewerb der Rechts- und Gesellschaftsrecht. Ja, kommt, wählt unsere Gesellschaftsform, weil die ist besonders günstig. Wählt unsere insolvenzrechtlichen Regelungen, weil sie sind besonders förderlich für mich. Ja. Das heißt, das ist sozusagen die Haltung. Ja.
und das Selbstverständnis. Und damit hat natürlich das englische Recht große Bedeutung auch weltweit erlangt, weil es eben auch orientiert an diesem Service auch die eigenen Rechtsprodukte angepasst hat, ja, oder das Recht angepasst hat. Das heißt, man hat vernünftige zivilprozessuale Regelungen gehabt, die eine schnelle Streitbeilegung ermöglichen, die auch effiziente Beweisaufnahme beinhalten, die vielleicht auch im Schadensersatzrecht vielleicht auch mal ein bisschen schärfer schneiden als jetzt manch andere Rechtsordnung. Man hat auch Verfahren bei Massenfällen, die man leichter lösen kann, als das jetzt bei uns bei der Musterfeststellungsklage der Fall ist. Also man hat sozusagen einfach darauf geachtet, dass man auch attraktiv wird für extern, ja, in der Wahl. So, jetzt die Frage, also hier sehen wir nochmal Insolvenzantragstellung, das ist eine Zahl von 2011, eine Studie von Banda, wo die Cross-Border Insolvencies in the EU angeschaut wurden, bei Filing Court und bei Incorporation in dem Zeitraum 2002 bis 2009. Man hat sich also angeschaut, wie viel Insolvenzantragstellungen haben wir und in welchem Land ist das passiert in diesem Zeitraum. Und wir sehen hier ganz deutlich, jeder hat ja, relativ wenig und hier England relativ viele. Also es sind nicht die absoluten Zahlen, sondern das sind, glaube ich, die Prozentanteile. Ja. Also relativ viel in England, deutlich überproportional. Ja. Also da sehen Sie ganz deutlich, dass Sie hier sehr klaren Drang zum englischen Recht haben. Also es sind ja nur die Cross-Border Insolvencies, von daher ist es klar. Und hier sehen Sie auch ganz deutlich ganz oben, dass der schwarze Bereich, das ist das Incorporation in Filing Country. Ja. Das heißt, Gesellschaften, die im jeweiligen Antragsstaat auch gegründet wurden. Und da sehen Sie im englischen Recht, das ist eine Minderheit. Ja. Das andere, der helle Balken, das sind alles die Cross-Border-Sachen, ja, also die grenzüberschreitenden Antragstellungen. So, jetzt die Frage, was ist jetzt los mit dem Brexit? Ja. Kann England die Bedeutung erhalten? Ja, eine Frage? Doch. Oder die sind einfach so klein, dass man das auf der Grafik nicht sieht. Das sind relativ geringe, ja, geringe Zahlen. Ja. Aber das sieht man sehr deutlich, dass eben die grenzüberschreitenden Antragstellungen in England sehr viel höheres Gewicht haben. So, jetzt die Frage, was passiert jetzt mit dem Brexit? Ja, wir wissen, dass wir zwischen Vereinigten Königreich und der Europäischen Union immer noch Streit haben darüber, wie ist das mit Nordirland, wie ist das mit dem Zoll und so weiter. Wir haben viele Probleme auch in anderen Bereichen. Aber wie ist es jetzt mit dem Recht? Ja, kann das englische Recht jetzt noch so einfach gewählt werden? Sie haben natürlich im zivilrechtlichen Bereich natürlich die Möglichkeit, Recht zu wählen, einfach eine Rechtswahlklausel aufzunehmen. Da können Sie auch englisches Recht wählen. Sie können auch im Gesellschaftsrecht englisches Gesellschaftsrecht wählen. Ja, also Sie können einfach eine englische Gesellschaft gründen. Die Frage ist, was passiert jetzt mit einer englischen Gesellschaft, die Sie in England gründen, aber aus Deutschland betreiben? Ja, also das, was sozusagen viele gemacht haben, eine englische Limited gegründet, nie in England betrieben, sondern Briefkasten gehabt in England und die halt von hier aus tatsächlich sich entfalten lassen. Und diese Auslandsgesellschaften, die hat man natürlich früher zugelassen, weil man gesagt hat, das gilt das englische Recht, Niederlassungsfreiheit. Aber jetzt greifen die Grundfreiheiten nicht mehr im Verhältnis zu England. Ja, mit dem Brexit ist das vorbei. Also was machen wir jetzt mit diesen Auslandsgesellschaften? Und dann gilt sozusagen nicht mehr, wie im internationalen Privatrecht bisher galt, die Gründungstheorie dort, sondern es greift wieder die alte Lehre, die wir in Deutschland hatten, die Sitztheorie. Ja, wir wenden das Recht auf die Gesellschaft an, an dem sie ihren tatsächlichen Sitz hat. Nicht ihren Gründungssitz oder ihren Registersitz, sondern wo sie tatsächlich Geschäftsfähigkeit entfaltet. Also, stellen Sie sich vor, der deutsche Hausmeister, ja, der eine englische Limited gegründet hat, weil es für ihn einfach eine Haftungsbeschränkung
beinhaltet für ein Pfund, also günstige Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen, der war früher vor dem Brexit englischem Recht unterlegen, wegen Niederlassungsfreiheit. Da die Niederlassungsfreiheit nicht mehr geht, greift die deutsche Sitztheorie. Das heißt, seine Gesellschaft wird so behandelt, wie es der Gesellschaft, wie es an dem Ort, wie es Recht vorsieht, wo diese Gesellschaft betrieben wird, tatsächlich. Das ist Deutschland. Und deutsches Recht sieht eine Haftungsbeschränkung eben nur vor, wenn es eine Kapitalgesellschaft ist. Oder eben diese Partnerschaftsgesellschaft haftungsbeschränkt, die es auch gibt. Und die haben wir ja nicht. Also wir haben keine deutsche GmbH, wir haben eine englische Limited. Also kann ich die englische Limited nicht als deutsche GmbH betrachten, weil wir diese Voraussetzungen für die GmbH-Gründung gar nicht verwirklicht haben. Und deswegen behandeln wir sie als BGB-Gesellschaft. Also als persönlich haftend. Ja, also die, mit persönlicher Haftung. Das heißt, es gibt eine unmittelbare persönliche Haftung des Gesellschafters. Ja. Das heißt, die Attraktivität des englischen Gesellschaftsrechts weg. Ja. Einfach durch den Brexit. Da haben sie sich jetzt selber ins Knie geschossen, die Engländer sozusagen. Ja. Also man hätte das deutlich anders verhandeln können. Ja. Wenn man ein bisschen offener gewesen wäre, hätte man das, wenn man nicht Boris Johnson hieße, ja, dann hätte man das besser verhandeln können, weniger hart, besser fürs Land, dann hätte man da entsprechende Regelungen auch beibehalten können. Ja, Sie haben eine Frage? Ja, und zwar verstehe ich jetzt die Folge, aber ich bin nicht ganz so nicht die Gründungstheorie, sondern die Theorie, weil das hatte ja, also vorher war es einfach nach der Kindrechtstheorie. Ja. Und bezogen die Gründungstheorie speziell für die EU-Recht oder ist das eigentlich generell noch zu tun? Also, genau. Gute Frage. Kommilitonin fragt für die Online-Zuhörenden. Kommilitonin fragt, ja, wie ist das jetzt genau mit dieser Gründungstheorie, Sitztheorie? Woraus kommt das jetzt? Kommt das einfach nur aus dem Brexit? Oder ist das nicht generell eine IPR-Frage? Und da muss man jetzt dazu sagen, also IPR hatte ich ja schon anfangs gesagt, IPR ist sozusagen so eine Meta-Rechtsordnung, die sagt, wenn mehrere Länder, mehrere Rechtsordnungen in Betracht kommen, dann entscheidet das internationale Privatrecht, welche Rechtsordnung anwendbar sein soll. Ja, wenn wir jetzt wie hier, Sie sind in Deutschland, studieren in Deutschland, sind aber Franzose. Das heißt, die Frage ist, wenn Sie jetzt hier heiraten wollen, nach welchem Recht geht das? Ja, geht es nach französischem Recht oder deutschem Recht? Und diese Frage entscheidet das internationale Privatrecht. Ja, das ist in Frankreich so, das ist in Deutschland so, das ist in Niederlanden so, das ist überall so. Und jeder Staat macht natürlich sein eigenes internationales Privatrecht. Das heißt, das französische internationale Privatrecht sieht in vielen Bereichen genauso aus wie das deutsche, aber auch ganz anders in anderen Bereichen. Ja, es entscheidet jeder Staat für sich selbst, wie das internationale Privatrecht aussieht. Jetzt gibt es aber auch internationales Privatrecht, das von der Europäischen Union gesetzt wird, das also einheitlich gilt. Zum Beispiel die Rom-I-Verordnung, die das anwendbare Recht auf Verträge regelt. Ja. Oder die Rom-II-Verordnung, die das außervertragliche Haftungsrecht regelt. Ja, ganz klassischer Fall immer, ja, wo ich gerade unsere Österreicherin hier sehe. Ja, als Bayer fährt man natürlich oft nach Österreich. Ja, und wenn man auch oft nach Italien fährt, fährt man durch Österreich über den Brenner. Ja, und beim Brenner kennen Sie alle die Mautstation und da wissen Sie immer, da wird es eng und dann stößt vielleicht mal der eine an den anderen an und dann gibt es einen Verkehrsunfall. Jetzt stellt sich die Frage, wer haftet wem aus diesem Verkehrsunfall und nach welchem Recht geht das? Und das regelt jetzt die Rom-II-Verordnung. Und das gilt aber europaweit, ja, diese Regelung. Und genauso war es im Gesellschaftsrecht. Da galt europaweit die Gründungstheorie aufgrund der Niederlassungsfreiheit. Da hat man in diese Niederlassungsfreiheit, in die Grundfreiheit, die Gründungstheorie hineingelesen. Ja. Erst war es ganz umstritten, ja, hat man gesagt, nein, 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 die Grundfreiheiten haben überhaupt gar keine Bedeutung für das IPA, ja, sondern das IPA ist was losgelöst ist davon, die Grundfreiheiten, die betreffen nur sozusagen Hemmnisabbau in anderen Bereichen. Aber EuGH, Zentrumsrechtsprechung, hat das ganz klargestellt, Überseering, Inspire Art, diese ganze Rechtsprechungslinie, hat dazu geführt, dass man letztlich zu dem Ergebnis kam, ja, irgendwie kommen wir nicht drum rum. Ja. Wir haben jetzt hier sozusagen eine neue Kollisionsnorm im Gesellschaftsrecht. Ja. Und das ist nun mal die Gründungstheorie, weil es halt so in der Niederlassungsfreiheit drinsteht. Ja. So ist es. Und übrigens genau diese Diskussion wird jetzt wieder geführt bei der Frage des Abstammungsstatuts. Ja.
bei der Frage der Anerkennung der Abstammung. Ja. Ich will es jetzt nicht vertiefen, ja, aber die Frage sozusagen, wenn in einem anderen Staat der EU ein Abstammungsverhältnis begründet wurde, zum Beispiel bei gleichgeschlechtlichen weiblichen Paaren, ist das anzuerkennen in einem anderen Staat, wenn das rechtmäßig in dem einen EU-Staat begründet worden ist. Und es gibt einen Fall oder zwei in der Sache Koman, ist sozusagen die Paarbeziehung, in der Sache Pancharevo ist es die Eltern-Kind-Beziehung, wo gesagt wurde, ja, für die Zwecke der Unionsfreizügigkeitswahrnehmung muss das anerkannt werden. Ja, das ist natürlich keine abstammungsrechtliche Regelung, das ist keine kollisionsrechtliche Regelung, aber irgendwie tun sich Parallelen auf zum Gesellschaftsrecht, ja, dass man doch eben an das Herkunftslandsprinzip anknüpft. Okay, aber jetzt weg von der Thematik. Wie ist es, wie kommen wir jetzt zur Sitztheorie? Ja? Also, die Gründungstheorie steckt in der Niederlassungsfreiheit. Das ist Europarecht. Und im Anwendungsbereich des Europarechts gilt natürlich auch für Deutschland die Gründungstheorie, sprich Anknüpfung an das Herkunftsland. Jetzt haben wir aber für alle Fälle, die nicht im Europarecht unterstehen, und das ist jetzt der Sachverhalt mit England auch, ja, weil England ja nicht mehr Europäische Union ist. Für alle Drittstaatsangelegenheiten haben wir unser autonomes IPR. Und unser autonomes internationales Privatrecht und Gesellschaftsrecht hat schon immer an die Sitztheorie angeknüpft und auf das Recht abgestellt, an dem eine Gesellschaft ihren tatsächlichen Sitz hat. Und das heißt, der Hausmeister Flori, ja, oder Hausmeister Meyer oder Hausmeister Huber, der eine englische Limited gegründet hatte, der früher, als der Brexit noch nicht angewandt, noch nicht wirksam geworden ist, der früher nach englischem Gesellschaftsrecht behandelt wurde, der wird jetzt nach deutschem Gesellschaftsrecht behandelt und verliert damit seine Haftungsbeschränkung. Und das ist natürlich schon relativ weitreichende Folge und das macht natürlich das englische Recht unattraktiv und kein Mensch wird das mehr wählen. Ja. Also in diesem Bereich. Also die Bedeutung des englischen Rechts wird sicherlich weltweit weiterhin bestehen, weil wir sehr viel Tradition haben, sehr viele Verbindungen. Aber in Europa hat der Einfluss des englischen Rechts sicherlich, ist er auf dem Rückzug. Und letztlich, wenn Sie in die europäischen Verordnungen reinschauen, ja, da finden Sie immer oft auch sozusagen Sonderanknüpfungen für Anknüpfungspunkte, die es im deutschen, im englischen Recht gar nicht gibt oder im deutschen Recht gar nicht gibt, zum Beispiel Anknüpfung an das Domizil. Ja, bei der Zuständigkeitsregelung wird immer an das Domizil angeknüpft, das Domizil. Sowas kennen wir gar nicht für die Zuständigkeit. Domizil, was ist ein Domizil? Ja, bei uns heißt das gewöhnlicher Aufenthalt oder Wohnsitz. Ja, und so heißt das auch in anderen europäischen Staaten. Ja, Habitual Residence, ja, aber nicht Domizil. Und diese Beziehung zum englischen Recht, die wird jetzt schwächer werden. Die Republik Irland hat natürlich auch eine Common Law Tradition. Ja. Von daher ist schon noch ein Staat bei den europäischen Mitgliedstaaten mit dieser Tradition da. Aber diese Stärke, die ja auch England vermittelt hat immer, die ist natürlich jetzt nicht mehr da. Es sind nicht mehr zwei. Ja. Es ist jetzt nur einer. Ja. Das heißt, man muss sich durchsetzen gegen die anderen. Also auch da wird die Bedeutung des Common Law Bereichs sinken. Sie sehen die Bedeutung auch übrigens in den Verordnungen, wenn Sie die Reichweite des anwendbaren Rechts anschauen, steht immer die Verjährung mit drin. Ist explizit aufgeführt. Warum ist die Verjährung mit drin? Hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Weil die Verjährung nach dem englischen Recht prozessual begriffen wird. Ja, und die Verjährung nach deutschem Recht oder nach kontinentaleuropäischer Tradition materiellrechtlich. Ja. Das heißt, ein englischer Jurist würde immer sagen, Verjährungsregelungen, die unterliegen der Lex Fori, das Recht, Gericht wendet sein eigenes Recht an. Und der deutsche Jurist würde immer sagen, nein, da ist die Lex Causae anwendbar, das Recht, das auf die Sache, auf den materiellen Anspruch beispielsweise anwendbar ist, das bestimmt auch die Verjährung dieses Anspruchs. Ist ja aufeinander abgestimmt. Und wir werden gleich sehen, warum das so ist, ja, aus der Entwicklung des englischen Rechts heraus. Aber Sie sehen sehr deutlich, diese besondere Aufnahme dieser Regelung in den kollisionsrechtlichen Verordnungen der Europäischen Union. Das ist sozusagen ein Aspekt, wo die Engländer sich nicht durchgesetzt haben, wo Klarheit geschaffen wurde von den kontinentaleuropäischen Staaten, gesagt wurde, hey Leute, ja, wenn es um Verjährungsfragen geht, dann bist du hier in dieser Verordnung richtig. Dann geht es nichts mit Lex Fori-Prinzip, sondern dann wenden wir das Recht an, das nach dieser Verordnung anwendbar ist. Gut.
So, ansonsten stellt sich die Frage, steigen wir ein, sozusagen das englische Rechtssystem. Einen Punkt habe ich vergessen zu erwähnen. 30% der Weltbevölkerung sind in Common Law Staaten, im Commonwealth of Nations, also schon kein geringer Anteil der Weltbevölkerung. Somit haben wir doch eine große Bedeutung auch des englischen Rechts, auch wenn es jetzt nicht immer gewählt wird. Aber wenn wir an so Fragen gehen, zum Beispiel die Eheschließung und so weiter, knüpfen wir immer ans Heimatrecht an und dann ist natürlich bei 30% der Weltbevölkerung Common Law Recht halt doch schon bedeutend. Ja. Gut, also was sind englische Rechte oder Quellen des englischen Rechts? Und da ist das Bedeutendste oder die bedeutendste Quelle ist natürlich das Richterrecht, das Case Law. Das wissen Sie alle, dass das angloamerikanische der Rechtskreis sich dadurch auszeichnet, vor allen Dingen, das ist Fallrecht gibt, also Gerichtsentscheidungen, die Einzelfallentscheidungen treffen, diese Einzelfallentscheidungen, aber Wirkung auch für andere Fälle haben, entfalten, also eine abstrakt generelle Wirkung, ähnlich eines Gesetzes. Und da gibt es die sogenannte Doctrine of Stare Decisis, wie der Engländer sagen würde, oder die Doctrine of Stare Decisis oder Decisis, je nachdem, wie welche Lateinaussprache Sie anhängen, ob Sie K oder C sagen. Und sehen kann man das ganz gut in der Entscheidung des Court of Appeal Young and Bristol Aeroplane Company Limited, wo eben ganz klar wird, was diese Doktrin besagt. Sie besagt eigentlich, dass niederrangige Gerichte von höherrangigen Gerichten gebunden sind. Zum Teil gibt es sogar eine Selbstbindung des Gerichts, ja. Das heißt, ganz oben, wir schauen uns das Gerichtssystem gleich noch an, steht der Supreme Court, dessen Entscheidungen binden alle niederrangigen Gerichte, also High Court, Court of Appeal, High Court und so weiter, County Courts, District Courts und so weiter. Der Supreme Court kann sich nicht selbst binden. Ja? Also es ist wie der König selber auch, man kann sich selbst nicht binden, ja, weil man ist ja allmächtig, man kann sich selber, kann sich selber auch seine Hoheitsmacht kann man nicht beschränken. Auch das Parlament kann sich im englischen Rechtssystem nicht selbst binden. Ja. Supremacy of Parliament sagt man immer im englischen Recht. Es kann sozusagen sich selbst nicht und auch seine Nachfolger nicht binden, sondern man kann immer die Hoheitsmacht auch entsprechend ausüben. So, die Entscheidung des Court of Appeal, die binden allerdings den Court of Appeal auch selbst. Und das ist auch Teil des Fallrechts. Court of Appeal in zivilrechtlichen Fragen bindet sich selbst mit Ausnahme gewisser Situationen. Und das ist hier diese Young and Bristol Airplane Sache. Hier heißt es, the Court of Appeal is bound to follow its own decisions and those of a court's coordinate jurisdiction and the full court is in the same position in respect as a division of the court consisting of 3 members. The only exceptions to this rule are, und jetzt kommen die Ausnahmen, wann diese Selbstbindung nicht gilt, und diese Selbstbindung gilt eben nicht. The court is entitled and bound to decide which of 2 conflicting decisions of its own it will follow. Also wenn wir konfligierende Entscheidungen haben, 2 widersprüchliche Entscheidungen, dann darf das Gericht selbst entscheiden, welcher es folgen wird, und diese Entscheidung ist dann wieder bindend. Also es kann sein, dass mal zwei Kammern beispielsweise oder 2 Einzelrichter unterschiedlich entscheiden und sozusagen dann es eben eine Entscheidung braucht, welcher Richtung geht man jetzt nach. Ist ähnlich wie beim BGH, ja, wenn man sagt, okay, der eine Senat verfolgt die Linie, der andere Senat die Linie, dann ruft man den großen Senat an und dann wird einmal für den BGH entschieden, welcher Linie man folgt. 2. Ausnahme, the court is bound to refuse to follow a decision of its own, which, though not expressly overruled, cannot, in its opinion, stand with the decision of the House of Lords. Das heißt, wenn die eigene Entscheidung gegen höherrangige Gerichtsentscheidungen verstößt, dann folgt man der Entscheidung natürlich auch nicht. House of Lords gibt es natürlich nicht mehr, sondern UK Supreme Court ist das heute, gab es damals eben noch nicht. Dann kommt die dritte Ausnahme, the court is not bound to follow a decision, bla bla bla, where a statute or a rule having statutory effect, which would have affected the decision, was not brought to the attention of the earlier court. Also auch hier, wenn es sozusagen gegen Gesetzesrecht verstoßen würde, also wenn es gesetzliche Regelungen gibt, dann ist man auch nicht an seine alten Gerichtsentscheidungen gebunden. Ja? Das heißt, das ist sozusagen auch eine Ergebniskorrektur, die
dann Fehlentscheidung oder Perpetuierung von vielen Entscheidungen, von Fehlentscheidungen verhindert. Und dann gibt es noch die letzte Ausnahme, das ist, wenn der Privy Council entsprechend auch eine Rechtswidrigkeit festgestellt hat. Privy Council ist ein Sondergericht, das für die Commonwealth of Nations sozusagen so eine Art höherrangiges Court of Appeal darstellt. Ja, also dann sagt man gleiche Rang des Gerichts, aber natürlich nicht die gleiche Zuständigkeit. Aber wenn die sagen, das geht irgendwie nicht, dann binden wir uns auch nicht dran. Ja? Also dann können wir auch abweichen entsprechend. So, das heißt, wir haben eine sehr klare Regelung des Gesetzes, der Rechtsquellen, nämlich das Richterrecht. Und da heißt es letztlich, höherrangige Gerichte binden immer niederrangige und zum Teil bindet sich ein Gericht wie der Court of Appeal auch selbst, mit Ausnahme eben der entsprechend genannten Regelungen. So, diese Privy Council-Ausnahme, die ist jetzt nochmal hier aufgenommen. So, jetzt ist die Frage, wie läuft das dann in der Praxis? Wie kann ich denn dann von einer Gerichtsentscheidung abweichen, die vielleicht auf den ersten Blick einen Fall erfasst, wo aber ganz klar ist, da muss ein anderes Ergebnis rauskommen, weil das sonst unbillig wäre. Ja? Also es kann ja mal so Fälle geben, wo Sie sagen, okay, in dem einen Fall ist es vielleicht eine Problematik, da kann man sagen, okay, der Schuldner muss zahlen, ja, ist einfach so, aber im anderen Fall sagt man, okay, da liegt der Sachverhalt vielleicht ein bisschen anders, da wäre es ungerecht, wenn wir jetzt jemanden haften lassen würden, obwohl die objektiven Fakten eigentlich per se mal denselben Fall betreffen würden. Und da würde man sagen, gibt es ein Instrument im englischen Recht, wie man sozusagen die Bindungswirkung abgrenzen kann, ja, also die Bindungswirkung definieren kann und von konkreten zu entscheidenden Fall abgrenzen kann. Weiß jemand, wie das heißt, dieses Instrument? Wie kommt man von einer Gerichtsentscheidung weg, von der Bindung einer Gerichtsentscheidung, die eigentlich bindend ist? Auf Deutsch? Ja, aber Sie können auch das Englische. Ja, genau, das Distinguishing, genau. Ja, können Sie sagen, was das bedeutet? Versuchen Sie es? Nein. Sonst auf Englisch? So, if something happens in a case that was similar to one beforehand, we'll try to manipulate the facts to fit what they wanted to go with. And there's like different rules to follow. Like, you see there on the slide, it's the most cheap way. Yeah. The one is, it goes in order. Genau. Also Kommilitonin sagt zu Recht hier, sozusagen, das englische Fallrecht ist ja so, dass die Entscheidung bindend ist. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, was erwächst in Bindungskraft? Das ist das eine, dass man hinterfragt, was ist überhaupt hier die rechtliche Bindung? Woraus folgt die? Ja, und da sagt man natürlich die Hauptopinion, also es gibt immer sozusagen Dissenting Opinions gibt es auch, aber sozusagen die Gerichtsentscheidung ist nicht immer leicht, das herauszufinden, weil die englischen Urteile halt immer sehr, es gibt halt einen Berichterstatter, der dann sozusagen Urteil abgibt und dann gibt es Dissenting Opinions, aber was jetzt sozusagen der Gehalt des Urteils ist, ist nicht mehr einfach herauszufinden. Und dann, wenn ich das aber identifiziert habe, ja, dann schaue ich mir die Fakten des Falls genauer an. Und dann sage ich, okay, ja, das passt rein, das ist dieser selbe Fall und das fällt unter die Bindungswirkung. Oder nein, er ist doch ein bisschen anders, ja, was Kommilitonin sagte mit manipulating the facts. Ja, also man schaut sich die Fakten an und sagt, na, das passt jetzt doch nicht so ganz. Ja, es ist doch eher ein anderer Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Ja, es ist vielleicht doch nochmal ein Aspekt der Schutzwürdigkeit der potenziellen Schuldnerin oder des Schuldners, den wir hier mit berücksichtigen müssen, was halt eben im ursprünglichen Fall eben nicht gegeben war. Das nennt man Distinguishing. Man unterscheidet sozusagen den schon entschiedenen mit Bindungswirkung bestehenden Präzedenzfall von dem konkret zu entscheiden. Ja, also man schaut sich die Fakten an und sagt, er ist ähnlich, aber er ist nicht ganz gleich oder vielleicht ist er doch ganz gleich. Ja, also wie so eine Schablone, wo Sie schauen, sind die Kriterien erfüllt, ja oder nein? Wenn sie nicht erfüllt sind, dann fühlen wir uns nicht gebunden, ja, entscheiden wir anders. Ja. Genau, also das ist dieses Distinguishing.
Das ist immer möglich. Also, das heißt, wir halten fest, eine ganz wesentliche Rechtsquelle des englischen Rechts ist sozusagen das Fallrecht. Und beim Fallrecht gilt der Grundsatz, die höherrangigen Gerichtsentscheidungen binden alle niederrangigen Gerichte, haben also Gesetzeswirkung. Der Court of Appeal ist selbst gebunden, Supreme Court ist nicht gebunden an seine eigenen Entscheidungen. Und wir haben kennengelernt Ausnahmetatbestände, wenn der Court of Appeal eben doch nicht an seine eigenen Entscheidungen gebunden ist, also in gewissen Ausnahmesituationen. Dann gibt es trotz der Tatsache, dass das Common Law ein Case Law System ist, gibt es auch Gesetze. Ja? Gesetze gibt es auch dort. Die sehen ein bisschen anders aus, als sie bei uns aussehen. Die sind nicht immer generell abstrakt strukturiert und sollen alle Fälle umfassen, sondern manchmal sind es auch gewisse Teilregelungen, die eben entsprechend Teilbereiche des Rechts nur erfassen und regeln, wo beispielsweise ja, im EU-Recht gab es ziemlich viel Einfluss, wo dann zum Beispiel der Sale of Goods Act entsprechend angepasst wurde an die Consumer Rights Act entsprechend, wo dann die Richtlinien einfach übertragen wurden. Heute ist das nicht mehr so sehr das EU-Recht, das da Einfluss nimmt, sondern halt einfach die englische Rechtsprechung, die englische Gesetzgebung, die eben gewisse Regeln im Bereich sozusagen schafft. Das Gesetzesrecht steht sozusagen neben dem Fallrecht. Das heißt also, wenn man ein Vertragsrecht hat, beispielsweise irgendwie ein Kaufvertragsrecht, dann kann es sein, dass man im Sale of Goods Act ist, aber gleichzeitig auch noch auf Precedence zurückgreifen muss, um das komplette Rechtsgebiet sich zu erarbeiten, weil das Sale of Goods Act eben nicht alles regelt. So, und dann gibt es verschiedenes Gesetzesrecht. Gibt es die Statutory Laws, die Acts, Rules and Schedules. Das sieht so aus, dass ein Act of Parliament gewisse Regelungen beinhaltet. Zum Teil oder ganz oft sind Regelungen so gestaltet, dass Durchführungsverordnungen gestaltet werden dürfen, also gewisse Rules erlassen werden dürfen. Irgendwas pfeift hier. Ich weiß nicht, also ich bin es nicht. Hoffentlich zerstört sich das System ja nicht von selbst, sonst hätte ich es zu früh gelobt, dass ja alles funktioniert. Rules, die erlassen werden dürfen von dem Minister oder vom Parlament oder wie auch immer, vom Premier, die sozusagen Durchführungsregelungen enthalten. Und dann gibt es die sogenannten Schedules, die eben bestimmen, wann eine Regelung irgendwie in Kraft gesetzt wird. Das heißt, wenn Sie ein Act of Parliament lesen, wissen Sie nie, gilt das jetzt schon? Ja, is it enforced? Ja, das wissen Sie nie. Ich weiß nicht, wie es in Irland ist, ob das auch so ist von dem System her. Aber in England müssen Sie immer schauen, gilt die Regelung wirklich? Ja, ist es wirklich enforced? Und da können Sie eben auf der Webseite House of Parliament können Sie da immer recht gut die aktuellste Version sich herunterziehen. Ja. Gut, dann ist die Frage, wie legen Sie Gesetzesrecht aus. Und da gibt es einen Interpretation Act von 1978 und ich will jetzt nicht alles herausgreifen, ich will nur drei wichtige Auslegungsregeln heranziehen, die auch eine ganz bedeutende Folge eigentlich haben fürs englische Recht oder ganz charakteristisch sind. Das eine ist die Literal Interpretation, die letztlich besagt, das, was im Wortlaut des Gesetzes steht, der Wortlaut, der konkrete Wortlaut, das gilt. Ja. Die Wortsinngrenze ist hier sehr scharf, also vielleicht ein bisschen schärfer sogar noch als bei uns. Ja, wir haben natürlich bei der Auslegung schon auch die Wortsinngrenze, also wir können jetzt nicht irgendwie den Wortsinn ungebührlich weit ausdehnen, da braucht man ein anderes Instrument, die Analogie zum Beispiel. Nein, hier ist die Wortsinngrenze sehr, sehr strikt. Also wenn man auslegt wie ein Begriff, beispielsweise der Begriff des Vertretmüssens, des Schadens oder des Verschuldens auszulegen ist, dann kann man nicht auslegen im Sinne der deutschen Auslegungskanone, historische Auslegung betreiben, reinschauen in Gesetzesmaterialien, was haben die sich dabei gedacht? Ja, Parlamentsprotokoll oder sowas, das gilt dann nicht, ja, das geht nicht, sondern Literal Interpretation. Das, was im Gesetz steht, der Wortsinn, der ist präjudizierend, der entscheidet darüber, was gilt. Warum ist das so? Weil wir im englischen Recht den Grundsatz haben, der Supremacy of Parliament. Das heißt, was sich irgendein Abgeordneter im Gesetzgebungsverfahren mal gedacht hat, mag schön sein, mag auch einen Hinweis geben darauf,
was dann letztlich verabschiedet worden ist. Aber maßgebend ist nur das, was das gesamte Parlament als souverän sozusagen entschieden hat. Ja. Jetzt muss man wissen, dass sozusagen England ja eine konstitutionelle Monarchie ist. Das heißt, souverän ist ja eigentlich die Krone, der König, das Parlament ja nicht. Aber durch diese Verfassung, diese konstitutionelle Monarchie-Regelung, wird sozusagen das Souveränitätsrecht durch das Parlament ausgeübt. Das heißt, das Parlament ist der eigentliche Souverän und entscheidet hier, nicht rechtlich gesehen, aber eigentlich so genommen, und entscheidet hier sozusagen letztlich, letztverbindlich, was Gesetz, Recht und Gesetz sein soll. Und deswegen gilt auch nur der Wortlaut, der tatsächlich Eingang ins Gesetz gefunden hat. Und alle Vorarbeiten dazu sind zwar nett, vielleicht eine Rechtserkenntnisquelle, aber sie sind für die Auslegung nicht maßgebend, literal interpretation. Ja? Gibt es denn Gesetzesbegründungen, die ein Teil des Gesetzes sind? Also bei EU-Rechtsakten gibt es ja zum Beispiel den Europäischen Zollunionsvertrag, die zwar nicht so richtig als Rechtsakte sind, aber zumindest auch vom Parlament verabschiedet werden. Ja, es gibt, Kommilitonin fragt, ob es sozusagen so eine Art Erwägungsgründe wie bei den EU-Regelungen gibt, die auch im englischen Recht sozusagen mit drinstehen. Das gibt es schon. Es gibt auch Definitionen, die mit drinstehen, die vorabstehen. Das gilt natürlich dann auch. Ja? Also man hat schon so ein Vorgeplänkel immer, so eingedenk der so und so werden wir diese Regelung treffen und so weiter. Das findet man auch bei Acts of Parliament. Und das kann natürlich herangezogen werden, weil das natürlich vom Parlament beschlossen worden ist. Aber all diese Gesetzesmaterialien, Ausschussarbeit, Gutachten von irgendwelchen Rechtsausschüssen, das ist irrelevant. Das ist die literal interpretation. So, und diese literal interpretation, die ist auch letztlich sozusagen maßgebend. Im Zeitpunkt des Erlasses natürlich. Also nichts mit dynamischer Interpretation, sondern im Zeitpunkt des Erlasses. Dann gibt es noch die Golden Rule. Was heißt Golden Rule? Die Golden Rule geht zurück auf den House of Lords Case von 1857 und da heißt es, wir können von diesem Wortsinn, ja, der in der Literal Interpretation der Maßgebende ist, auch abweichen, in gewissen Situationen. Also immer dann, aber nur, wenn sozusagen die Regelung sonst gar keinen Sinn machen würde. So, und in dem konkreten Fall, Regina oder Rex and Alan, ging es darum, dass es um eine Strafbarkeit ging nach dem Offenses Against the Person Act 1861. Und da stand drin, wenn ein Verheirateter eine weitere Person heiratet, ist er der Bigamie strafbar. Also Doppel-Ehe-Verbot sozusagen. Ja, macht der Sinn? Ja, haben wir auch. Aber jetzt ist die Frage, wie ist das? Geht das überhaupt? Kann ein Verheirateter jemanden heiraten? Nein, weil auch das Eherecht ein Monogamiegebot vorsah. Das heißt, es gibt ein Ehehindernis. Das heißt, bei wörtlicher Anwendung des Gesetzes hätte man diese Regelung gar nicht anwenden können, weil niemals ein Verheirateter nochmal heiraten kann. Ja, das geht im deutschen Recht geht das schon, weil die zweite Ehe nicht nichtig ist, sondern aufhebbar. Ja? Im deutschen Recht geht das schon, im englischen Recht geht es nicht. Ja? Das ist dann eine Void Marriage. Oder ging das damals nicht? Und da hat man gesagt, Literal Interpretation, das bringt nichts. Ja? Wenn wir uns hier festhalten, dann wird der Gesetzeszweck konterkariert. Wir müssen hier vom absoluten Wortsinn abweichen. Und das hat man gemacht und hat dann gesagt, gut, dann wenden wir es halt an. Ja, auf den, der heiraten möchte und diese Trauungszeremonie vollzieht und so tut, als würde er heiraten, auch wenn er nicht heiratet. Der ist strafbar. Gut, und dann wollen wir uns noch die Mischief Rule anschauen. Wenn man nicht genau weiß, wie ein Gesetz jetzt konkret zu verstehen ist, also ein Act of Parliament, also wenn es mehrere Regelungszwecke gibt und mehrere Auslegungsvarianten vom natürlichen Wortsinn, dann schaut man sich an, okay, wie ist es denn gewesen unter dem Common Law? Was war denn das Problem des Common Law, das den Gesetzgeber dazu gebracht hat, eine rechtliche Regelung zu erlassen? Ja? Was ist sozusagen die Fehlentwicklung, Mischief? Ja, was ist die Fehlentwicklung, die sozusagen der Gesetzgeber jetzt beseitigen wollte? Also man schaut immer, wo ist der Mischief of the Common Law und dann sozusagen beseitigt das Gesetz sozusagen diesen Mischief. Das ist die Mischief Rule. So. Ansonsten ist noch zu vermerken, dass das Gesetzesrecht natürlich Vorrang vor dem Case Law hat. Das heißt, wenn der Gesetzgeber
eine Regelung erlässt, die entgegen eines Präzedenzurteils steht, dann gilt das Präzedenzurteil nicht mehr. Ja, das ist dann nicht mehr good law, wie man sagt. Ja, also wenn Sie mal bei Westlaw reinschauen, wir haben ja so eine Datenbank, die auch englische Gerichtsurteile beinhaltet. Wenn Sie bei Westlaw mal einen Case aufrufen, dann sehen Sie immer sozusagen so einen kleinen Indicator, ja, ob so ein Smiley war das früher, weiß nicht, wie es heute ist, aber oder jetzt gerade ist, ein Smiley, der immer anzeigt, rot ist not good law, ja, grün ist good law und gelb ist ja, strittig sozusagen. Ja. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also Gesetzesrecht geht dem Case Law vor. Auch wieder Grundsatz Supremacy of Parliament. Gut, dann sonstige Quellen. Was haben wir sonst noch für Quellen im englischen Recht? EMRK und Völkerrecht. EMRK ist die Frage, ja, will man ja eigentlich immer loswerden im englischen Recht. Man wollte ja jetzt so einen eigenen Menschenrechtscode machen, der dem Besitzstand des Europäischen entspricht. Also EMRK ist so ein Thema, aber sonstiges Völkerrecht gilt auf jeden Fall auch im Vereinigten Königreich als Rechtsquelle und natürlich Gewohnheitsrecht, wie es bei uns ja auch gilt, hat aber deutlich geringere Bedeutung im englischen Recht als bei uns. Also wie die CET, ja, also Longus Usus und Opinio Juris, kennen Sie ja alles aus dem ersten Semester, was man da so braucht, damit Gewohnheitsrecht entsteht. Dann schauen wir noch auf die Rolle der Wissenschaft. Ja, und das ist natürlich eine sehr bedauerliche Entwicklung aus meiner Perspektive, dass die Rolle der Wissenschaft in englischen Recht nicht wahnsinnig groß ist. Also Gerichte zitieren, wenn dann andere Richter, andere Rechtsprechung, aber nicht so sehr wissenschaftliche Artikel und so weiter. Da ist also die Rolle der Wissenschaft bei der Rechtsprechung relativ gering. Warum? Weil die Wissenschaft natürlich einen abstrakt generellen Ansatz hat. Ja, wir wollen sozusagen schauen, wie ist das System, funktioniert das und wie wäre es gut und wie kann ich eine Regelung schaffen, dass alle Fälle angemessen behandelt werden. Und dieser Rechtsprechungsansatz des englischen Rechts, der ist ja konkret individuell. Ja, die abstrakt generellen Regeln, die werden ja immer nur aus konkret individuellen Fallfragen herausentwickelt. Da stellt man sich ja gar nicht die große Kodifikationsfrage und fragt sich wie in Frankreich, in Deutschland, wie soll unser neues Schuldrecht aussehen? Oder wie soll unser neues Taufrecht aussehen? Wie soll unser neues Recht der Anfechtung aussehen? Diese Fragen stellt man sich dort nicht, also zumindest nicht immer, sondern man entwickelt eine gesetzliche Regelung immer aus einem konkret individuellen Einzelfall, den man entscheidet. Und da aus diesem Einzelfall leitet sich letztlich dann die abstrakt generelle Regelung ab. Und solche generell abstrakt generellen Überlegungen, die Wissenschaft ja generell anstellt, die sind da natürlich nicht immer sehr fruchtbar, nicht immer sehr hilfreich. Ja, es kann sein, wenn es eine sehr detaillierte Regelung ist, dass das tatsächlich mal vorkommt oder ein bedeutender Wissenschaftler ist. Aber in der Regel ist sozusagen das eigentlich ein kontraindikativer Ansatz für die Rechtsprechung. Das heißt, die Fortentwicklung des Rechtssystems ist in erster Linie nicht abhängig von diesem abstrakt generellen Wissenschaftssystem. So war es früher, es wird natürlich anders. Ja, also heute macht der englische Gesetzgeber macht sehr vorbildlich auch immer sozusagen Umfragen, wo Stakeholders sozusagen ihre Meinungen zu gewissen Regelungsbereichen auch abgeben können. Also da hat man schon eher einen generelleren Ansatz jetzt. Und je mehr Gesetze tatsächlich Act of Parliament erlassen werden, desto mehr verfolgt man natürlich auch diesen Ansatz. Also es ist nicht mehr so klar unwichtig wie bisher. Wichtiger ist allerdings die Rolle der sogenannten Books of Authority. Ja, was handelt sich bei diesen Books of Authority an Licey oder Blackstone? Ja, kennen Sie sicher alles. Das sind sozusagen alte Kompendien, wo man, also früher hat man natürlich Rechtsprechungen gehabt. Daraus hat sich eben Gesetzesrecht entwickelt und irgendjemand musste ja, damit man das reproduzierbar macht, dieses Zeug sammeln. Ja? Und da gab es dann Law Reports, wo die Dinger drinstehen. Ja? Und dann gab es ein paar schlaue Herren wie den Herrn Blackstone oder den Herrn Dicey, die sich gesagt haben, okay, wir kommentieren das jetzt, aber nicht im Sinne von zum Beispiel
irgendwie dem Münchner Kommentar, der dann seitenweise irgendwelche Überlegungen zu gewissen Vorschriften oder Kommentaren enthält. Nein, das sind so Kurzannotationen, die da drin stehen. Kurzanmerkungen, Bemerkungen, Strukturierungen so ein bisschen. Aber es sind keine richtigen Kommentare, wie man sich das vorstellt. Und das waren im Wesentlichen Praktiker, ja, die da mitgewirkt haben. Also gar keine Wissenschaftler im wesentlichen Sinn, ja, im eigentlichen Sinn. Und diese Books of Authority, die sind aber sehr oft herangezogen worden, werden also ähnlich wie Wissenschaftler, zum Teil auch Wissenschaftler verfasst, aber ähnlich wie wissenschaftliche Aufsätze behandelt und die werden herangezogen. Also diese Books of Authority, die haben eben größeres Gewicht. So, was sind noch Rechtsquellen? Ja? Und, oder was ist bedeutsam bei der Entwicklung oder bedeutsamer bei der Entwicklung des englischen Rechts, nicht die Meinung von Wissenschaftlern, sondern die Meinung von Richtern. Ja? Lord Denning ist ein sehr gutes Beispiel, der sicherlich auch in Irland Bedeutung hat und auch in anderen Common Law Jurisdiktionen. Lord Denning ist ein sehr, ja, sehr bekannter englischer Richter gewesen, der sehr großen Einfluss hatte. Ja? War dann zum Schluss auch House of Lords. Und hat sozusagen, also was heute Supreme Court ist, und hat entsprechend natürlich die juristische Meinung geprägt. Nicht nur bei seinen Urteilen, sondern auch natürlich bei entsprechenden Diskussionen durch Abhandlungen, Zeitungsaufsätzen, die sozusagen auch Rechtsentwicklungen geprägt haben. Und Lord Denning ist also jemand, den man auch zitieren konnte und der, wenn Sie englische Urteile lesen, der auch immer wieder sozusagen als Argumentationsunterstützung herangezogen wird. Also das wird tatsächlich dann entsprechend zitiert, rezipiert. Gut, also Sie sehen sehr deutlich Quellen des englischen Rechts, Gesetzesrecht, Fallrecht, Präjudizienprinzip. Zweitens Acts of Authority, Acts of Parliament, also tatsächlich Gesetze, Statutory Law, die allerdings immer in Ausführungsbestimmungen auch mitzulesen sind, also Rules and Schedules, die sind mitzulesen, damit Sie wissen, was ist in force. Und dann haben wir eine relativ geringe Rolle der Wissenschaft und eine gesteigerte Rolle der Aussagen, der wissenschaftlichen Äußerungen von bedeutenden Richterpersönlichkeiten. Also das ist sehr, sehr deutlich. Ja? Ja, das hat letztlich, hat das die Kommilitonin aus Irland schon gesagt, angedeutet, dass es gewisse Grenzen auch des Distinguishing gibt. Sonst könnte man natürlich argumentativ, Juristen sind ja Allzweckwaffen, was Argumente angeht, ja, sonst könnte man ja alles irgendwie rechtfertigen, ja. Und es geht auch sehr viel, aber es gibt natürlich gewisse Grenzen, die man natürlich jeweils in konkreten Rechtsbereichen jeweils einzeln stecken muss. Was, wie weit kann man gehen? Was ist dann kein Distinguishing mehr? Und, oder in welchen Bereichen kann ich sozusagen nicht mehr von einem Fall unterscheiden? Was sind die wesentlichen Elemente? Aber es geht schon relativ weit. Also man kann da schon relativ weit sozusagen sich bewegen. Was per se ja mal nicht schlecht ist, weil man ja über das Fallrecht sein Rechtssystem entwickeln muss in diesem System. Also man muss sich ja irgendwie fortbewegen können und das verlangt Beweglichkeit darin. Also zu starr dürfen die Grenzen auch nicht sein. Ja, sonst beschränkt man Entwicklungsmöglichkeiten. Ja, weil sonst kann ja nur jeweils das höherrangige Gericht, ja, also noch nicht mal, also Court of Appeal bindet sich ja selbst, sonst könnte der dann gewisse Fortentwicklungen gar nicht selbst treffen. Okay. Schauen wir ein bisschen auf die Geschichte. Wie hat sich sozusagen England oder das englische Rechtssystem entwickelt? Und das ist deswegen bedeutend, weil es natürlich sozusagen die Wiege auch gelegt hat für das gesamte Common Law System. Und
auch sehr deutlich viele Unterschiede, die wir im qualifikatorischen Rechtskreis, also im kontinentaleuropäischen Rechtskreis, gar nicht so sehr oder Rechtskreisen gar nicht haben. Und da sieht man sehr deutlich dann, wie diese unterschiedliche Entwicklung dann gewisse Strukturelemente auch bedingt. Also die Ursprünge des englischen Rechts liegen im Mittelalter, und zwar war das früher so, dass dort eben germanische Stämme herrschten, Angeln, die Sachsen, die Jüten, die Dänen, und alles zersplittert war in Kleinkönigreiche. Ja? Und die hatten natürlich alle ihre Gewohnheitsrechte, ihr germanisches Stammesrecht, das so galt, wie es halt galt. Es war also ungeschrieben, ja? Hatte man halt so, es gab den Kundigen, der hat dann entsprechend geurteilt, oftmals der Stammesälteste, manchmal gab es Räte und so weiter. Und recht gesprochen haben halt die lokalen Feudalherren, halt die Macht hatten, die haben halt dann recht gesprochen. Ja, es war ja in Deutschland in gewisser Weise auch mal so, ja, auch in Göttingen, ja, da konnte man sogar das Rechtsprechungsrecht erwerben, käuflich, über eine gewisse Zeit. Ja. Wenn Sie mal eine Stadtführung machen, dann erfahren Sie das. Also, es gab zersplitterte Kleinkönigreiche, und wie Sie wissen, hat sich das erst geändert, letztlich mit der normannischen Eroberung. Also William the Conqueror, den Sie auch alle kennen, hat natürlich 1066 die germanischen Stämme besiegt und hat sozusagen England erobert und hat England mit dem normannischen Lehenssystem überzogen. Was heißt Lehenssystem? Das heißt, dass alle Macht und aller Besitz bei der Krone liegt, beim König, und er Teile dieses Besitzes entlehnt oder verleiht, ja, verleihen ist falsch, ja, eigentlich verpachtet, ja, an sozusagen Untergebene, also die nächstniedere Adelsstufe, die dann das so weiter entlehen an die nächstunteren. Das heißt, der König selber hat immer Eigentum. Ja? Der bleibt Eigentümer, und die Rechte an diesem Land, die werden aber zum Teil dann übertragen auf unterrangige, niederrangige Adlige, und die geben das dann auch wieder weiter, und ganz unten steht dann der Bauer, der dann irgendwie einen Acker bestellt und dann für das Bestellen des Ackers dem Adligen, der sozusagen sich von dem nächsthöheren Adligen den Acker entlehnt hat, der dem dann sozusagen Tribut zollen muss, dafür, dass er den Acker beackern darf. Ja? Also Steuern. Ja? Das ist dieses Lehnsystem aus dem normannischen System. Und das gilt bis heute noch. Ja? Deswegen gibt es im englischen Recht eigentlich kein Volleigentum. Ja? Also es gibt, besteht sozusagen diese Art oder Strukturen dieses Lehnsystems, besteht natürlich so nicht mehr 1:1, aber diese Struktur besteht noch. Es gibt sozusagen kein Volleigentum einer einzelnen Person, sondern nur ein Interest in Land. Ja? Das heißt, einzelne Personen können kein Eigentum im Sinne von deutschem Volleigentum erwerben, sondern sie erwerben letztlich ein Interest in Land, der natürlich gleichgestellt sein kann von den Rechten her, aber es ist sozusagen ein Entwicklungsunterschied. Ja? Das heißt, dieses Lehnsystem, das hat weitreichende Folgen nach sich gezogen. So, was passierte dann letztlich mit dem Rechtssystem? Also man hat dieses Lehnsystem eingesetzt, was natürlich sachenrechtlich relevant ist, ja, und gleichzeitig natürlich auch erbrechtlich und so weiter Entwicklungen hat. Man hat dann aber weiterhin das Gewohnheitsrecht, das bisher galt, auch weiter angewandt. Ja, also man hat dann nicht plötzlich normannisches neues Rechtssystem aufgestellt, sondern hat sozusagen dieses Gewohnheitsrecht fortgeführt und hat dann entsprechend in dezentralen Gerichten auch entsprechend Recht gesprochen. Ja, nicht mehr durch die lokalen Feudalherren, sondern entsprechend in Institutionen, die natürlich auch entsprechend dann besetzt waren mit den alten Funktionsträgern. So, um 1154 hat der König dann die sogenannte Curia Regis eingeführt und dort letztlich eigentlich ganz klugen Schachzug gemacht. Er hat sozusagen Recht vereinheitlicht. Dann hat er gesagt, okay, wenn jetzt überall im Land unterschiedliches Recht gilt, ist das nicht so gut. Ja? Das ist wie bei uns. Ja? Bei uns galt ja früher auch unterschiedliches Recht, Zivilrecht und so weiter. Und irgendwann hat man es vereinheitlicht. Dann hat er gesagt, nee, jetzt gilt sozusagen für alle das gleiche Recht. Ja? Auch heute in Deutschland ist ja ein föderaler Staat,
wo jedes Land eigentlich sein eigenes BGB erlassen könnte. Ja? Konkurrierende Gesetzgebung, jedes Bundesland dürfte sein eigenes Zivilrecht erlassen, wenn nicht der Bund etwas regelt. Und der Bund hat natürlich das BGB erlassen, also beziehungsweise im Deutschen Reich wurde es ja schon erlassen, aber sozusagen die Fortgeltung auch ist Bundesrecht, ja, das BGB ist Bundesrecht und das hat auch seinen Grund, dass sozusagen Zivilrecht, das ist ja den Austausch von Rechtsgütern auch, also von Gütern, von Handel, entsprechend Rechtsgeschäfte auch über die Landesgrenzen der einzelnen Bundesländer hinweg ermöglichen soll, dass das einheitlich ist. Ja. Und da hat sich der König natürlich gedacht, ja, das wäre auch besser. Ja. Und man hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt ein einheitliches Recht und führen jetzt ein einheitliches königliches Rechtssystem ein, die sogenannte Curia Regis, das heißt, der Stand, der Adelsstand, der da um den König herum ist, der darf jetzt sozusagen auch gesondert, nebenbei. Ja, also es ist jetzt kein ausschließliches Instrument, man schafft die Stammesrechte nicht ab, sondern es ist ein zusätzliches Instrument, das kann gewählt werden. Ja, also königliches Recht. Das ist sozusagen nebendran auch anwendbar. Und das überziehen wir jetzt das Land. Und letztlich hat es dazu geführt, dass natürlich viel öfter auch Gerichtsentscheidungen oder Recht gesprochen wurde von der Curia Regis, weil man dort ein vereinheitlichtes Rechtssystem hatte oder vereinheitlichte Rechte hatte und das natürlich viel praktischer war als unterschiedliche stammesrechtliche Regelungen. Das hat auch dazu geführt gleichzeitig, dass Macht von den Feudalherren zum König gezogen wurde. Und deswegen ist das der zweite Aspekt, der nicht blöd war von Seiten des Königs, dass man sagt, man zieht sozusagen auch die Rechtsprechung und die sozusagen die Setzung des Rechtssystems, Auslegung des Rechtssystems, zieht man in königliche Hand, zentralisiert das. Das ist Machtgewinn. Ja. Also es war ganz klar, was dahinter steckte. Und man hat dann gleichzeitig den sogenannten Riding Circuit eingerichtet, weil ja der König sozusagen nur an einem Fleck sitzen kann und sonst alle mit ihren Rechtsfragen immer zum König kommen müssten, was ja auch ein Umstand ist. Erleichtert man das und schickt die Leute ins Land. Das heißt, die Curia Regis ist ausgezogen und hat im Land Recht gesprochen. Dann gab es Gerichtstage, wo dann eben entsprechend die Vertreter vor Ort waren. So, das hat natürlich auch großen Einfluss genommen. Das ist hier der Kollege William the Conqueror und das Henry der Zweite. So, um jetzt in diesem System der Curia Regis ein Recht geltend zu machen, oder ja, irgendwie ein Rechtsbehelf geltend zu machen, ein Interesse durchzusetzen, gab es das sogenannte System der Writs. Writ kommt von to write und bedeutet nichts anderes als schreiben. Ja, das wissen Sie alle, Sie sprechen alle Englisch. Jetzt die Frage, was wird da geschrieben? Da wird geschrieben, gemeint war damals der Befehl des Königs an den Sheriff, ja, das waren die lokalen Feudalbeauftragten für, also Machthaber sozusagen in einem gewissen Bereich, die dort vor Recht und Ordnung gesorgt haben. Befehl des Königs an den Sheriff, eben gewisse prozesseinleitende Maßnahmen zu treffen, gewisse Regelungen durchzusetzen, also sozusagen das Interesse des Bürgers, der eben sozusagen zum König kam, eben entsprechend einzufordern. Das heißt, prozesseinleitende Maßnahmen zu haben. Das ist das System der Writs. Und dieses System der Writs war natürlich sehr ausdifferenziert. Es gab dann unterschiedliche Writs für unterschiedliche Sachen, viel für konkrete Sachverhalte, streng formalisiert. Also es gab ein Writ beispielsweise für Trespass, also wenn irgendjemand auf ein Grundstück gegangen ist, auf das er nicht draufgehen durfte, gab es sozusagen dafür ein Writ. Das heißt, man musste sozusagen, wenn man Geld machen wollte, dass der Nachbar oder das Vieh des Nachbarn unberechtigterweise sozusagen auf dem Grund gegrast hat und damit das gute Gras den eigenen Kühen weggefressen hatte, musste man das eben über ein entsprechendes Writ geltend machen. Das hat zur Folge, dass dieses System natürlich sehr formalisiert und sehr ausdifferenziert war. Ja, wer hat diese Writs erlassen? Natürlich der König entsprechend. Ja. So, und da sehen Sie jetzt einen zweiten, ganz wesentlichen Aspekt, warum sich das englische Rechtssystem entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat. Wenn wir jetzt überlegen, was ist denn bei uns im Zentrum der Geltendmachung eines Rechts oder eines Prozesses? Das subjektive Recht. Ja, also wir legen sozusagen den Fokus auf das subjektive Recht, das materielle Recht.
Von diesem materiellen Recht gehen wir dann weiter zur Geltendmachung, nämlich zur Klage hin. Im englischen System hat sich es andersrum entwickelt. Ja, nicht vom subjektiven Recht her gedacht, sondern von der prozessualen Einleitung her. Da haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie ein Instrument, damit die Interessen der einzelnen Beteiligten hier gelöst werden können oder geregelt werden, berücksichtigt werden können. Und da schaffen wir ein formales Klageinstrument und das ist diese Writ. Ja. Und dieses Writ ist sozusagen der Ausgangspunkt dann, mit dem ich mein Interesse, mein hinter dem Writ stehendes subjektives Recht, Geld machen kann. Ja. Das heißt, eine ganz andere Entwicklung. Und jetzt sehen Sie auch, warum Verjährungsfristen im englischen Recht prozessual gedacht werden, weil man eben von der prozessualen Seite denkt. Und wir denken eben materiellrechtlich, weil für uns das subjektive Recht, das materielle Recht im Fokus steht. Ja. Das ist also eine ganz andere Entwicklung und das hängt eben mit der geschichtlichen Entwicklung dieses Systems zusammen. So, wir gehen weiter in der Geschichte mit den Writs und kommen letztlich zu den sogenannten Provisions of Oxford 1258. Um was ging es da? Da der König ja immer mehr Writs selber erlassen hat oder die Curia Regis die entsprechenden Writs erlassen konnte, konnte sie natürlich sich auch immer mehr Fälle ausdenken, wo das einheitliche königliche Recht zur Anwendung kam, ja, wo es sozusagen Rechtsbehelfe oder formalisierte Rechtsbehelfe zur Verfügung stellte, um gewisse Rechtsfragen zu lösen. Das heißt, je mehr ich selber erfinden kann, was mein Anwendungsbereich ist, ja, desto mehr kann ich ja dem anderen Feudalherren, der sozusagen sein germanisches Stammungsrecht bisher angewandt hat, das Wasser abgraben. Ja. Desto mehr kann ich sozusagen den Feudalherren, den lokalen Feudalherren Macht entziehen. Und das hat zu dem Aufstand der lokalen Feudalherren geführt, die in den Provisions of Oxford geendet haben, die gesagt haben, in Zukunft kann der liebe König nur noch oder können neue Writs nur noch mit Zustimmung aller an der Curia Regis Beteiligten und eben der lokalen Feudalherren erlassen werden. Was natürlich die Folge hatte, dass das sehr kompliziert wurde, neue Writs zu erlassen und das ganze System dann insgesamt recht schwerfällig wurde. Und dann hat man letztlich aber davon im Verlauf der Zeit wieder Abstand genommen und es wieder flexibler gestaltet, weil es dann doch nicht ging. Aber man hat gesehen, also hier haben sich die lokalen Feudalherren entsprechend gewehrt. So, wie schaut es jetzt aus mit dem Common Law? Was betrifft Common Law eigentlich? Common Law, das ist sozusagen das Recht, das gemeine Recht, das eben von der Curia Regis entsprechend mit diesen Writs versorgt wurde. Dieses Common Law, das königliche Recht, das wurde irgendwann erweitert, ja, weil diese Writs ja ein starr einzelfallorientiert formalisiertes System waren, haben diese Writs nicht immer ausgereicht, ja, um letztlich ein angemessenes Ergebnis im Einzelfall herbeizuführen, um im Einzelfall möglicherweise auch dann angemessene Interessenwahrung der berechtigten Personen zu bewerkstelligen. Deswegen hat man sich gesagt, okay, wir führen sozusagen ein zweites System ein. Der König konnte dann aufgrund von Fairness und Angemessenheit entsprechend gewisse Entscheidungen treffen. Also dann doch abweichen. Ja? Das ist sozusagen Equity, das, was oben hier im Equity-Bereich steht. Ich will ein kurzes Beispiel machen. Wenn Sie einen Kaufvertrag geschlossen hatten und die Kaufsache war mangelhaft, ja? Was ist der klassische Rechtsbehelf bei mangelhaften Kaufsachen im deutschen Recht? Die Nacherfüllung, genau, 31. Genau. Nach Lieferung, nach Besserung, nach Wahl des Kunden. Was ist der klassische Rechtsbehelf bei einem Mangel im Common Law-Bereich, im englischen Recht? Wie ist das in Irland? Was ist der Hauptremedy bei malfunctioning goods? Ja, und what's the remedy? Main remedy is refund. Ja, yeah, it's damages, right? Damages or refund. Also Schadensersatz oder eben Erstattung. Und das war früher auch so. Schadensersatz war sozusagen der Kernrechtsbehelf. Ja, also Common Law Bereich hat sich ein Writ entwickelt. Was ist, wenn ich jetzt
eine Armbrust kaufe, die Armbrust funktioniert nicht, weil das immer der Hebel zum Schießen kaputt geht. Jetzt kann ich nicht jagen. Was ist dann? Dann sagt das RIT, okay, dann kriegst du Schadensersatz, also Geld. Ja. Was es nicht gesagt hat, das Common Law, dass nacherfüllt werden muss, also repariert werden muss. Das kontinentale System geht eher von der Nacherfüllung aus. Ja. Also wir im deutschen Recht haben als spezifischen Rechtsbehelf bei Mangelhaftigkeit des Gutes die Nacherfüllung, Nachbesserung, Nachlieferung. Also gibt es ein neues Teil, kein Geld. Ja. Schadensersatz erst nach Fristsetzung. Ja. Und im englischen System ist es andersrum. Und im englischen System war schon damals, als es noch das System der RITs gab, eben ganz klar, es gibt maximal Schadensersatz. Jetzt ist aber Schadensersatz nicht immer der geeignete Rechtsbehelf oder nicht angemessen im konkreten Fall. Vielleicht kommt es im konkreten Fall auch mal auf Nacherfüllung an, auf Erfüllung. Und dann sind die Personen dann zum König gegangen und gesagt, hey, Moment, hier mein Fall, ja, ist blöd, ja, Damages geht nicht. Ja. Könnt ihr nicht doch Nacherfüllung anordnen? Wäre doch fair. Und da hat der König gesagt, ja klar, ist fair. Ja, dann machen wir halt Specific Performance. Ja. Und da hat sich dann ein neuer Rechtsbereich, neuer Rechtsprechungsbereich entwickelt von königlicher Seite her. Die sogenannte Equity, wo der König eben anhand von Fairness und Reasonableness eben entsprechend entschied und gewisse Remedies in Equity eben auch entwickelt hat. Zum Beispiel Specific Performance oder den Remedy of Injunction, also Relief by Injunction, das heißt eine einstweilige Anordnung, die man treffen konnte, oder Vertragsanpassung, Rectification oder Vertragsaufhebung, Rescission, all das waren Rechtsbehelfe, die eben entwickelt wurden in diesem Bereich. Es gibt ein paar Grundsätze der Equity, der Billigkeitsrechtsprechung. Man sagt, derjenige, der Equity einfordert, der muss mit sauberen Händen kommen, das Clean Hands Principle. Also wer Equity will, der muss sozusagen angemessen und sich billig verhalten haben. Wenn ein Schweinehund kommt, der kriegt sozusagen kein Equity, keine Billigkeitsrechtsprechung. Für den ist es ungerecht. Ja. Dann muss man sagen hier, okay, who seeks equity must do equity. Also derjenige, der sich billig, der Billigkeitsrechtsprechung sucht, der muss sich auch selber billig verhalten. Ja, und letztlich noch, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ja, die Lady feeds Equity, wer zu spät kommt, ist selber schuld. Ja, das sind die Grundsätze der Equity-Haftung. Gut, das Ganze hat sich entwickelt dann auch später in eigenen Court of Chancery und ganz bedeutsam dieser ist diese Parallelität von Common Law und Equity im Earl of Oxford's Case. Da ging es darum, dass der Earl of Oxford sich etwas ergaunert hatte, nämlich ein Grundstück. Und da ging es darum, kann hier sozusagen Equity gesprochen werden, dass er sozusagen doch nicht eben den Vorteil aus diesem Geschäft, aus dem ergaunerten Geschäft ziehen kann. Wenn wir mal reinschauen, hier heißt es, relativ alt formuliert, the present master of the college, having by undue means obtained the possession of one of the 130 houses, whereof one Castilian was lessee, who being secure of his title both in law and equity, sealed a lease thereof for 3 years on the warren, und so weiter und so fort. Also hier geht es darum, also der Master of the College, dieser Earl of Oxford, der hat sich was ergaunert, ja, von jemandem, der ordnungsgemäß eigentlich den rechtlichen und den Billigkeitstitel erworben hatte. Und jetzt geht es darum, ob sozusagen, ob man sozusagen diesen über Equity dann eben doch noch zum Ziel kommt. Und hier hat hier ist eben entschieden worden, entsprechend im zweiten Absatz hier unter der Nummer 5. And yet here in this case, such is the conscience of the doctor, the defendant, that he would have the houses, gardens, and orchards, which he neither built nor planted, but the chancellors have always corrected such corrupt consciences, and caused them to render the quid pro quo. For the common law itself will admit no contract to be good without quid pro quo, or land
to pass without a valuable consideration, and therefore equity must see that the proportionable satisfaction be made. Also hier entsprechend ist sozusagen, hat er sich zwar was ergaunert, ja, hat dafür aber keine Gegenleistung tatsächlich erbringen müssen und somit gibt es jetzt über Equity doch noch ein Quid pro quo, ja, also einen gewissen Anteil, eine anteilige Satisfaction, wie es hier heißt, eine Proportional Satisfaction für den Kläger, ja, weil eben der Earl of Oxford sich was ergaunert hatte. So viel dazu. Also es ist ein Parallelität von Equity. Hier sieht man nochmal genau die Grundsätze. And equity speaks as the law of God speaks. Ja, man sieht noch den Rückbezug in der Zeit, ja, zur Bibel. But you would silence equity first because you have a judgment at law. Secondly, because that judgment is upon a statute law, to which I answer first. As a right in law cannot die, no more can equity in chancery die. Ja, also das zeigt ganz deutlich, selbst wenn du ein gesetzliches Urteil hast, ja, egal ob es auf einem Präzedenzurteil beruht oder ob es auf einem Gesetz beruht, ja, sozusagen die Billigkeitsrechtsprechung Equity wird immer anwendbar sein und der Grundsatz gilt, Equity will prevail. Also Equity geht immer vor. Gut. Kommen wir zur weiteren Entwicklung. Es wurde dann sozusagen neben diese Parallelität von Equity und Common Law wurde letztlich mit dem Supreme Court of Judicatures Act in gewisser Weise aufgehoben, dass man keine parallelen Gerichtszuständigkeiten mehr hatte, sondern tatsächlich jedes Gericht sowohl Common Law als auch Equity anwendet. Letztlich wurde auch das System der Writs sozusagen vereinfacht, 1852 schon. Da hat man dann diese verschiedenen Writs in eine allgemeine anwendbare Writ, man könnte jetzt fast sagen Klageform, gepresst, sodass man nur noch viele Unterfälle hatte. Ja, also da gab es dann eine Writ, unter die dann alle Sachverhalte zu fassen waren. Gut. So viel zur Entwicklung des englischen Rechtssystems und wir sehen sehr deutlich, was es sozusagen prägend auch bedeutet hat für die Entwicklung des Case Law und der einzelnen materiellrechtlichen Entscheidungen. Stichwort, ja, Verjährungsfristen, prozedural betrachtet und nicht materiellrechtlich betrachtet. Das ist das gegenwärtige System der Gerichtsverfassung in England und Wales. Ganz oben der Supreme Court, dann kommt der Court of Appeal, Criminal Civil Division, High Court of Justice. Und hier sehen wir noch sehr deutlich, ja, Queen's Bench ist jetzt King's Bench, Chancery Division und Family Division. Hier sehen wir noch die alte Chancery, ja, Jurisdiktion. Da sehen wir sozusagen in demselben High Court, mit demselben Gericht, mit Chancery Division, ist jetzt heute nicht mehr nur für Equity zuständig, sondern hat dann gewisse andere Zuständigkeiten, wendet aber Common Law und Equity-Grundsätze entsprechend an. Crown Court, Magistrates Court, County Court und den Family Court, der sozusagen einheitlich sozusagen gesteuert ist und entsprechend dann den Instanzenzug darstellt vom Family Court, Family Division des High Court und so weiter nach oben. Das sehen Sie hier sozusagen eingezeichnet alles. Gut, also Gerichtsverfassung sieht heute so aus. Kommen wir zu den Juristen in England. Ja? Also Rechtsvergleichung heißt ja auch immer sozusagen den Kontext des Rechtssystems ein bisschen in Erfahrung zu bringen. Heißt auch, sich sozusagen die Juristenpersönlichkeiten anzuschauen. Ich habe schon gesagt, die Richter haben ganz große Bedeutung im englischen Recht, nicht nur, weil sie die Rechtsentwicklung ja maßgebend prägen, ja, indem sie Präjudizien erlassen. Deswegen haben sie schon große Bedeutung. Auch bei der Rezeption bei neuen Urteilen haben sie große Bedeutung. Aber auch die Juristenpersönlichkeiten sind deswegen sehr bedeutend, weil eben sozusagen der Weg zum Richteramt sehr lang ist. Denn Richter werden ernannt aus dem Kreis der Barrister. Es gibt zwei Arten von Juristen oder Anwälten im englischen System. Es sind die Solicitor und die Barrister. Die Barrister, das sind die, die im Wesentlichen vor Gericht auftreten. Ja, das sind die sozusagen die Stars der Szene, könnte man sagen. Ja. Und die hatten früher eben ausschließlich das ausschließliche Recht, vor Gericht einen Fall zu präsentieren. Ja.
Heute ist es anders. Heute dürfen auch Solicitor bei unterstaatlichen Gerichten auftreten. Aber in erster Linie sind die Barrister eben auch noch die Personen, die bei Gericht auftreten. Und das sind die Personen, die auch ausschließlich beim Supreme Court auftreten. Also neben dem Richter natürlich. Ne? Und die sind besonders organisiert. Also Barrister wird man nicht einfach so, sondern wenn man dann seinen Master in der Tasche hat, ja, dann geht man in die Inns of Court und wird dort ein Member bei einem Chamber und durchläuft dort nochmal eine Ausbildung, ja, als Barrister. Und wird sozusagen in diesen Inns of Courts, man könnte es fast sagen wie, ja, eigentlich wie so eine Gemeinschaft, ja, wie so eine Anwaltssozietät auch, aber sozusagen die Ausbildung des Barrister erfolgt sozusagen in dieser Anwaltssozietät intern. Und wenn man dann fertiger Barrister ist, dann hat man eben sozusagen hier auch entsprechend das Recht, eben beim Supreme Court aufzutreten. Wenn Sie mal in London sind und die Möglichkeit haben, sich die Inns of Court anzuschauen, sehr eindrucksvoll. Ja, es sind also, sieht so collegeartig aus, ähnlich wie in Oxford oder Cambridge. So haben Sie dann so diese Courts, außenrum Gebäude, wo dann die ganzen Büros drin sind. Also so, schon so ein bisschen verschworene Gemeinschaft, geheimbundmäßig. Ja. Und da sind die eben organisiert, die Barrister, alle zentral, auch gleich in der Nähe der Gerichte auch. Die ganz angesehenen sind im Queen's Council oder jetzt King's Council wahrscheinlich dann, die eben entsprechend dann besonders ausgezeichnet werden. Dann gibt es die Solicitor, die eben vorwiegend beratend sind, tätig sind und auch im Vorfeld die Prozessdurchführung vorbereiten für Barrister. Und die Barrister treten dann eben nur noch bei Gericht auf. Und die Richter, deswegen sind sie so bedeutend, die werden aus dem Kreise der Barrister ernannt. Das heißt, man ist dann jahrelang Barrister, sammelt Berufserfahrung und hat dann irgendwann die Möglichkeit, Richter zu werden. Machen nicht alle Personen, weil es mit Gehaltsverzicht verbunden ist, weil man als Barrister natürlich sehr viel mehr Geld verdient als Richter. Aber da sieht man schon sehr deutlich, der Weg bis zum Richter ist ein ganz anderer, als der jetzt in Deutschland wäre. Ja, in Deutschland würde man ja sofort mit zweitem Staatsexamen Richter werden können. Ja, da ist man befähigt zum Richter, ohne weitere Zusatzausbildung. Im englischen Recht sind die Richter, die dann vor einen treten und einen Fall entscheiden, sehr viel älter, sehr viel erfahrener, als das im deutschen Recht der Fall ist. Genau. So, das heißt, langjährige Berufserfahrung, Kreis der Barrister. Und dann gibt es die Scholars noch, das sind Wissenschaftler, die an der Uni, an den Unis arbeiten, das sind so Leute wie ich. Da gibt es im englischen System gibt's auch einen Unterschied. Es gibt nicht so viele Professoren, wie es jetzt hier der Fall ist. Bei uns ist es ja so, dass wir im deutschen System sozusagen die Tätigkeit, die man an der Uni vollziehen kann, ist die studentische Hilfskraft, dann kommt die wissenschaftliche Hilfskraft oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann wissenschaftlicher oder akademischer Rat auf Zeit, das sind die Habilitanten dann. Und dann wird man möglicherweise Juniorprofessor, ansonsten ist man Professor. Es ja? Gibt natürlich verschiedene Stufen von Professoren, abhängig von der Gehalts- und Ausstattungsstufe, W1, W2, W3, aber man ist Professor. Ja? Und wenn Sie sozusagen auf den Lehrkörper schauen, dann sind es im Wesentlichen Professoren und dann sind es halt Mitarbeiter, die Sie finden. Ja. Und im englischen System ist es anders. Da finden Sie schon auch Doktoranden als Mitarbeiter, aber da gibt es nur ganz wenige Professoren. Und eine Stufe drunter oder dazwischen gibt es dann noch Lecturer. Lecturer, das sind auch Wissenschaftler, die schon eine Stufe weiter sind als der bloße Doktorand oder Habilitant, sondern das sind sozusagen fortgeschrittene Wissenschaftler, Postdocs, die dann entsprechend auch unterrichten. Ja. Also es gibt so eine Zwischenstufe. Ja. Früher gab es den Fakultät, die Assistenten da noch, den wissenschaftlichen Assistenten, der dann vielleicht da ist. Ja. Ich bin noch nicht ganz gekommen, die letzte ist, wer jetzt das Recht hat, vor welchen Gericht aufzutreten. Also, ist das streng getrennt, dass nur die Barristers vor den Supreme Court können, aber die anderen sind nicht getrennt? Es ist so, dass die nur die Barrister vom Supreme Court können. Aber bei den anderen Gerichten, bei den unterinstanzlichen Gerichten auch andere dürfen. Ja? Aber schon auch die Barrister aktiv sind. Also es ist nicht so, dass die Barrister nur zum Supreme Court gehen. Ja? Dann gibt es an englischen Gerichten auch Chefs.
Es gibt natürlich, es gibt die Jury, gibt es noch, ja, das ist ja sowas Ähnliches, also eine Art Laienrichter, die gibt es schon auch, gibt auch Spezialgerichtsbarkeiten, wo wir sozusagen Laienrichter mit drin sind, aber die Jury, Tribal Jury, ist nicht so ausgeprägt wie in den USA, also ist deutlich geringer ausgeprägt und im englischen Bereich ist also, ja, also Zivilsachen eigentlich kaum mehr, also bei Strafsachen noch, aber ja. Aber da haben sie auch Laien dabei, genau. Okay, also das sind die Juristen. Jetzt kommen wir noch zum Abschluss zu den stilprägenden Merkmalen des englischen Rechts. Also was ist gerade charakteristisch von den rechtlichen Instrumenten oder was ist stilprägend im Rechtssystem? Ich habe jetzt nur eine Auswahl aufgenommen, deswegen, weil natürlich vielfältige Instrumente dabei sind. Fallrecht, Doktrin oder Präzedenz, die Präzedenzen, Präjudizienbindung habe ich schon genannt, brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Aber es gibt auch sozusagen eben durch dieses Fallrechtssystem und diese fragmentarischen Gesetzgebungsakte gibt es eben eine ganz andere Zugänglichkeit auch zum Rechtssystem. Ja? Wenn Sie also als Externer, zum Beispiel als deutscher Jurist, da hinkommen und wollen sich ein Rechtsgebiet erschließen, dann ist das nicht so einfach wie bei uns, dass Sie sozusagen einfach mal ins BGB schauen, wie ist das denn mit dem Kaufrecht geregelt und dann finden Sie alles. Ist eh schon schwer genug, ja, das alles rauszufinden. Ja. Wie ist das sozusagen, weil Sie auch im allgemeinen Teil springen müssen, wenn Schadensersatzforderungen ermitteln wollen und so weiter. Aber im englischen Recht ist es auch nicht so einfach. Ja. Da haben Sie sozusagen die Präjudizien, die Sie ja nirgendwo einsehen können in irgendeinem Code. Da müssen Sie erstmal eine Datenbank bemühen. Dann haben Sie die Gesetzgebungsakte, da wissen Sie aber nicht, ist das alles sozusagen allumfassend oder gibt es da noch zusätzliche Regelungen? Ist das tatsächlich schon in Kraft oder muss ich erst noch mal in die Schedules schauen, ob es wirklich schon in Kraft ist oder noch in Kraft gesetzt werden muss? Das hat schon eine sehr starke Bedeutung, weil die Zugänglichkeit zum Recht eben eine andere ist, insbesondere auch von Laien. Was auch stilprägend ist, und das war die strikte Auslegung und die strikte Wortlautorientierung bei der Auslegung, weil wir bei uns doch immer noch, also die Wortlautauslegung zwar auch am Wortsinn orientieren, aber es nicht das einzige maßgebende Mittel der Auslegung ist. Ja, wir haben ja auch noch die teleologische Auslegung, historische Auslegung, ja, wo wir auch noch abweichen können von der rein grammatischen Auslegung, und das ist im englischen Recht natürlich begrenzter, weil eben ein stärkeres Gewicht auf der Supremacy of Parliament, auf der Entscheidung des Parlaments liegt. Und dann zeichnet sich natürlich das englische Recht besonders aus durch gewisse Rechtsinstitute, die klappe ich jetzt hier mal auf. Das eine hatte ich schon erwähnt, das ist das, was ganz unten steht, das Interest in Land, das ist die Folge dieses ursprünglichen Einführung des normannischen Lehnsystems, dass man kein Volleigentum erwirbt, sondern nur ein Interest in Land hat, der natürlich dem Volleigentum gleichgestaltet sein kann, auch auf unbeschränkte Zeit überlassen sein kann, entsprechend oder genau die gleichen Umfang haben kann wie das Volleigentum. Aber es ist halt immer nur ein Interest in Land und nicht wirklich Property im deutschen Kontext. Zweites Element, das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Consideration als notwendiges Element des Vertragsschlusses. Das heißt, nur dann, wenn tatsächlich eine Gegenleistung da ist bei einem Vertragsschluss, ist der Vertrag wirksam. Das heißt, eine Schenkung, die ja ohne Gegenleistung erfolgt, wäre streng genommen unwirksam. Es gibt natürlich Ausnahmen, ja, wenn ich die Schenkung in einer Urkunde verbriefe, in einer Deed, ja, dann ist das schon wirksam. Es gibt auch andere, die sozusagen diese Gegenleistung, die kann auch so klein wie möglich ausfallen, ja, also kann auch ein Pfund sein, ja, entsprechend ein symbolischer Wert. Aber diese Consideration ist ein ganz elementares Beispiel hierfür, für das Rechtssystem. Machen wir aber noch, wenn wir dann in die Mikrorechtsvergleichung gehen. Und ein weiterer Punkt ist der Trust. Ja, diesen Trust und die damit verbundene Aufspaltung von fiduziarischem und rechtlichem Eigentum. Das kennen wir auch nicht im deutschen System, im deutschen Sachenrechtssystem. Dass wir zwei Personen haben, die unterschiedlich eigentumsberechtigt sind. Ja, dass wir den einen haben, der zwar rechtlich Volleigentümer ist, dem aber wirtschaftlich dieses Gut gar nicht zugeordnet ist, und dass wir einen anderen haben, dem das sozusagen wirtschaftlich zugeordnet ist und der aber auch Eigentumsrechte hat. Ja. Wir kennen natürlich die Treuhand,
Aber wir kennen diese konkrete Aufspaltung in Legal und Equitable Ownership, die kennen wir nicht. Also das ist auch besonders charakterisierend, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Gut, dann sind wir am Ende der heutigen Einheit. Was haben wir gemacht? Wir haben uns angeschaut, was das englische Recht überhaupt ist, Recht von England und Wales. Wir haben uns Rechtsquellen des englischen Rechts angeschaut. Wir haben uns die Entwicklung des Common Law Systems überblicksweise zumindest angeschaut und haben uns angeschaut, sozusagen, was folgt überhaupt aus dieser Entwicklung? Ja? System der Writs, starke prozessrechtliche Orientierung der Durchsetzung von Individualinteressen im Gegensatz zu unserem kontinentaleuropäischen Ansatz des subjektiven Rechtes, das sozusagen bei der materiellen Rechtsposition ansetzt und dann das Prozessrecht eher als Serviceleistung begreift, ja? Das sozusagen diese materielle Interesse durchsetzt. Andersrum im englischen Recht, das Prozessrecht ist sozusagen das einzige Mittel hier. Aus den prozessrechtlichen Hilfsmitteln aus unserer Einstufung Hilfsmitteln hat sich dann sozusagen auch entsprechend das System entwickelt. Und da haben wir uns angeschaut, was ist mit diesem starren Writ-System, Common Law Equity, wie verhält sich das heute, und haben gesehen, dass werden also beide Bereiche werden angewandt. Also wenn Sie es in deutschen Kategorien denken wollen, ja, dann ist das Common Law sozusagen das, was im BGB steht, was sozusagen im positiven geschriebenen Recht drinsteht, und Equity dann die Korrektur durch 242. Ja, also sozusagen die Billigkeitsrechtsprechung, die reinkommt, eine Ergebniskorrektur oder eine Hilfestellung, wo wir halt Treu und Glauben als Grundsatz heranziehen. Ja, also wir machen jetzt auch nicht komplett unterschiedliche Sachen, sondern wir haben auch so eine Art Billigkeitseinfluss auf die Ergebnisse, eine Ergebniskorrektur auf die Rechtsanwendung entsprechend. Wir nennen das halt nicht Common Law and Equity, wir nutzen halt andere Instrumente dafür. Ja, wir haben halt geschriebenes Rechtssystem und die Instrumente, die Generalklauseln im Text, die dann herangezogen werden. Gut, da haben wir uns Gerichtsaufbau angeschaut und Juristen in England, und damit soll es auch sein Bewenden haben für heute. Nächste Woche schauen wir uns dann immer noch den Common Law Rechtskreis an, aber das US-amerikanische Recht, das ganz andere Entwicklungen, aber doch auch Parallelen aufweist im Vergleich zum englischen Recht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, schöne Restwoche. Bis nächste Woche. Ciao.